Aber irgendwie kommt hier gerade relativ wenig Kohle raus, kann das sein? Aber wenn die jetzt ausgebaut haben und wir immer mehr Kohle verbrauchen, ich glaube, das ist so ein bisschen so das Problem. Das, obwohl ja eigentlich oben ein relativ großes Gerät. Wobei das, glaube ich, nach mehr aussieht, als es ist am Ende des Tages. Na, Aber ich das denke würde ich. man relativ schnell sehen, wenn man hier ein Lagerhaus auch hinsetzt. Aber das ist am Ende des Tages auch irgendwann ein bisschen teuer dann. Ja, schön auch hier. Ja, wir gucken es mal. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir jetzt unten Strom vernünftig aufbauen und dann kommt ja eh die ganze Geschichte mit Lichtbogen, Öfen und all sowas. So wieder witzig werden. Und so wie ich das uns kenne, dann kommt so das Schienensystem. Das ist dann wahrscheinlich genau wieder über irgendwelche Erzfelder. Und Dafür können wir ja aber grundsätzlich gesehen jetzt erstmal nicht viel. müssen wir verlegen, die Scheiße. Also, 7.500 Kohle haben wir hier schon drin. Sieht grundsätzlich schon mal nicht schlecht aus. 80 Tage soll das Ding erhalten bei der Geschichte. Das heißt, pass auf, du bist jetzt immer noch am Craften von Strom. Machst wahrscheinlich Windturbinen, ne? Klar. Okay. Übrigens, das ist cool. Wenn wir regelmäßig das Spiel speichern und neu starten, ne, dann aktualisiert sich die Research Queue. Jetzt ist sie nämlich gerade auf das, was die Forschung davor hatte, also 337 eingestellt. Das heißt, jetzt bekommst du für das, was wir da zu dem Zeitpunkt haben, eine akkurate Zeit. Das heißt, je öfter du regelmäßig neu startest sozusagen, desto genauer ist die Zahl, die da Und steht. das, was da jetzt in der Research Queue drin ist, ist das alles, was wir haben, jetzt von Rot, Grün, Blau. Abgesehen von zwei Forschungen, die irgendein Problem hatten, ja. Du hast nämlich diese Okay. Concentrated Solar-Dinger, die kommen erst nach Computer Age. Also die Okay. kannst du noch nicht reinpacken. Also alles, was jetzt geht, ohne eine Stufe hochzugehen, ist drin, ja. Verstanden. Auch die neuen Sachen, die jetzt von Bio-Industries drin sind, die habe ich aber auch ganz nach oben geschoben, Bio-Industries, wegen Holz. Verständlich. Wir hätten auch noch gut und gerne ein, zwei Mods reinnehmen können für ein bisschen mehr Crafting Speed. Ja, deswegen fange ich jetzt hier vorne schon mal an, also hier mal so ein paar Sachen hinzusetzen zum manuellen Produzieren. Aber ich brauche jetzt erstmal. Manuel? Ja, ich weiß nicht, kenne ich auch nicht, aber. Oder Emmanuel? Aber mir wurde gesagt, dass der es eigentlich relativ gut kann. Ach da, ich wollte gerade sagen, wo waren denn die Kupferkabel? Kennst du dieses Meme mit dem E-LKW? Es ist kein LKW, es ist ein E-LKW. So auf Mexikanisch angelegt. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Das habe ich letztens auf TikTok gesehen. Aber ich habe nicht mehr aufgehört zu lachen. Das war echt. Ich habe nicht damit gerechnet eigentlich. Obwohl mein So. Onkel, das ist glaube ich der meiste Spruch ist mit dem. La Autos. Autos, Autos. Da ist er. Okay. Autos und Automatisierungskerne. Oh, die waren doch jetzt irgendwo weiter unten, ne? Gerade unter dir, ja. Da sind sie.
So, weil Lichtbogenöfen, die brauchen ja mit Sicherheit. Oh ne, die brauchen gar nicht. Brauchen Hochöfen. Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Hier ist es schön. Wir haben Logistikroboter freigeschaltet. Schön. Oh, was kann das? Wenn ich mir das vor allem angucke, lache ich mich noch mehr schlapp, ey. Weil so Wir teuer oder machen ja was? beide, alles beides, also sowohl Robopods als auch das andere, brauchen erstmal überhaupt rote Schaltkreise. Rote Schaltkreise kannst du aber nur in Montagemaschinen herstellen, weil du Schwefelsäure dafür brauchst. Plus du brauchst schlechtes Silikon, grüne Schaltkreise, noch mehr von diesen Elektron-Tubes und Insulated Wires. Also ich Das merke, heißt, dass diese Elektron-Tubes relativ wichtig werden. ja, nicht nur das, wir brauchen aber auch dafür zwei Ölsachen, Schwefelsäure und Plastik. Und dieses Quarz- oder Silikonzeug ist auch super toll. Es ist wieder Wasser und Sand. Kannst du mal bei den Kupferkabeln mal eine Kiste ransetzen? Bei Kupferkabeln. Mhm. Bestimmt. Du bist aber zu weit unten. Ich weiß, ich hab's auch gerade gemerkt. So. Immer einfacher gesagt als getan, ne? Das ist hier nämlich irgendwie alles ein bisschen kacke aufgebaut worden, so vom Gefühl her. Vor allem für Kisten. Vor allem, wenn man so toll ausgestattet ist wie ich. Geht denn im Moment unsere ganze Kohle hin? Wie gesagt, das sieht so aus, als würden wir viel mehr verbrauchen, als wir eigentlich tun. Das ist gar nicht so viel, was wir verbrauchen. Aber wir haben halt das Problem, dass die ganzen Miner nur auf einer Seite arbeiten können, weil die andere Seite halt indirekt blockiert wird, weil da halt kein Lagerhaus oder sowas hintersteht. Würdest du jetzt ein Ja, dann, Lagerhaus dahinter ja, stehen, würde es relativ schnell ich halt. verteile das hier oben mal auf zwei Seiten. Dass zumindest die linke Seite läuft. Dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen besser aus. Dass es mir hier oben nicht die ganze Zeit so denkt, irgendwie ist ja so wenig. Weil die eine Seite steht komplett und die andere ist halt nur die, die rumzickt. Genau, deswegen mache ich davor jetzt nochmal so eine Geschichte drin. Dann soll das wieder laufen. Ja, aber es dauert tatsächlich echt. Wahnsinnig lange, gerade auch wenn du jetzt hier so. So mal so ein Kohlefeld oder sowas bauen möchtest. Da ist ruckzuck einfach mal. Stunde weg, nur für so ein bisschen rumcraften. Habe ich auch schon gemerkt. Vielleicht sollten wir noch gleich noch mal eine Kiste hinsetzen, weil. Bin schon dabei, jetzt gerade Kisten überall hinzuhauen, keine Sorge. Genau, wollte ich mich gerade sagen, bei Schaltkreisen. Weil ich denke mal, die werden wir doch relativ häufig benutzen dürfen, gerade wenn wir jetzt anfangen, unten umzubauen. Also ich habe jetzt bei Stahl oben da welche hingesetzt, Warte, warte, warte. dass wir halt für Da, Lagerhäuser ja. uns das nehmen können. Jetzt Automatisierungskerne und Schaltkreise haben auch. Und Kupferkabel. Der Kupferkabel waren ja aber so oder so schon, das hast du ja sogar gesagt. Genau. So, brauchen wir das noch irgendwo? Wir haben bei Eisenplatten, wir haben bei Eisendings, Ja, Kupferplatten, Kupferdings. theoretisch gesehen könntest du es bei dem Metallzeug von Stahl auch machen, aber das ist, denke ich mal, nicht so wichtig. Naja, ich denke auch mal nicht. Motoren ist vielleicht noch ganz nett, grundsätzlich gesehen. Ja, Motoren, stimmt. Aber das ist auch immer die eine Seite. Na gut, die nehmen wir halt immer von der einen Seite. Das ist halt.
Das sind. Ach so, was sind das denn da? Das sind die Dampfmaschinen oder sowas, ne? Steam Engines, ja. Die falschen Motoren. Ja, aber die sind aber auch nicht schlecht. Die sind aber schon in der Kiste rechts drinne. Ups. Holz. Hattest du noch Holz? Ich meine, das sind jetzt noch knappe 2000 Holz drin, aber. Ich habe ganze zwei Holz, wenn dir das hilft, natürlich. Nee, ich war jetzt nur die Frage, ob du davon noch irgendwo was rumliegen hast. Nö, aber ich wollte halt irgendwann mal Bäume rumhauen, so. Aber jetzt brauchen wir es ja durch den neuen Mod eigentlich fast eh nicht mehr so richtig. Die brauchen es nicht. Ja, das sind jetzt auch mal nicht. Was denn so Die die An. Frage ist, beim Glas brauchen wir es eigentlich aber auch nicht so Nee, wirklich, ne? das würde ich sagen, brauchen wir auch nicht. Dann sollte ziemlich alles jetzt eine Kiste irgendwo stehen haben, theoretisch gesehen zumindest. Das hört sich doch theoretisch richtig geil an. Lohnt sich jetzt visuell gesehen dieses Storehouse oder ist es scheißegal und ich kann auch Lagerhallen bauen? Siehst ja. Spielcrash einfach gerade fast. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich kann es nicht sehen, weil ich da unten keine Vision habe, Dann guckst du weil da hier kein hin. Radar steht. Also, es sieht schon witzig aus. Ja, aber sieht das gut genug aus, um mal eben doppelt so viel für die gleiche Lagerfläche auszugeben? Das sind halt 620 zu 356. Plus den Fakt, dass es 4 Minuten länger braucht zum Craften. Plus den Fakt, dass du auch keine Ziegelsteine brauchst bei den anderen. Also mir ist es grundsätzlich egal, wir müssen uns halt nur auf eine Sache. Ja, dann bauen wir einfach alle konsequent weiter in den großen. Dauert eh noch 37 Stunden ungefähr, bis es bei mir da ankommt. Also von daher ist es fast egal. Ja, ich habe im Moment das Hauptproblem, dass ich zumindest erstmal für Kohle unten Massen an den Förderratzen brauche. Und ist ja nicht nur für die Kohle, ich denke mal, dass ich dann gleich auch anfangen werde, die Hochöfen zu basteln. Ich denke, dass wir dann aber, wenn irgendwann die Basis hier oben abgerissen wird, größtenteils zumindest, was Kohle angeht, könnte man die Kohle dann ja dafür nutzen, um einfach Ziegelsteine aus dem Nichts herzustellen, mehr oder weniger. Zum Beispiel. Bei den Erzen ist es dann am Ende des Tages eine Frage, aber die kriegt man vielleicht ja sogar bis dahin sogar relativ niedrig noch, bis man das hier oben abreißt. Ich meine, die Basis werden wir relativ lange noch als Verpflegungsbasis nutzen. Vielleicht Ja. baut man sie sogar noch teilweise um, dass wir da als Verpflegungsbasis noch eher nutzen, streckenweise an manchen Stellen. Dass man da die Forschungssachen rausreißt, aber den Rest noch stehen lässt, um das halt wirklich als Versorgungsteil zu nehmen. Theoretisch gesehen könnten wir ja sogar aus dem Nichts, also ohne irgendwelche Erzfelder, jetzt dann später das Zeug erzeugen, also Ziegelsteine. Weil wir jetzt ja durch die tollen Gewächshäuser Sachen, also durch Holz, aus dem Nichts Sachen erzeugen. Ich brauche es. Fangen! Fangen! Du brauchst jetzt. Ja, ich überlege gerade. Wie viele Lichtbogenöfen ich vorbereiten soll. Aber ich denke mal, da werden wir ja relativ viele von brauchen. Das ist das große Problem, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da kommt aber auch wiederum das Problem mit,
Wir haben zwar sehr, sehr viel Erz, wenn man mal ganz ehrlich ist, so. Aber wir haben natürlich jetzt auch wieder das Problem, dass du das Zeug auch crushen kannst. Genau, das müssen wir jetzt hier alles. Und du theoretisch gesehen aus den Chunks wiederum ja auch noch Pure Iron Erz machen kannst. Was ja dann auch nochmal besser ist. Richtig. Die Koscha, die guten haben wir schon. Das ist der Crystal Bower. Das ist also Purifier, genau, das ist ja der. Wobei ich glaube, du kannst hier gar nicht Erz crushen, richtig, bisher. Bisher können wir, glaube ich, nur die Ingots crushen, um das daraus Powder zu haben, um das wiederum für irgendwas zu nutzen. Du kannst aber das Zeug halt in einem Arc Furnace oder einem Plasma Heater zum Ulten Zeug machen. Und es dann vermutlich wieder irgendwie nutzen. Ja, das muss ich mir dann in Ruhe mal angucken. Aber es ist auch wieder nur das Pure-Zeug, also aus den Chunks. Also es wird schon vermutlich auf die Öfen einfach so rauslaufen, ja. Ja, und vor allen Dingen, wir müssen, oder was heißt, wir müssen nicht, dieses Drillfluid brauchen wir ja auch. Das sind ja auch dreimal drei Ölsachen, also Festbrennstoff, Schwefelsäure, Schmiermittel und Iron Mechanical Parts. Das ist scheißegal, wie viele verschiedene Ölsachen das sind, weil es meistens nur einmal diese Überwindung ist, überhaupt Öl aufzubauen, dann ist es auch meistens eigentlich kein Problem. Ja, ich denke, das sollte kein Problem sein, weil Öl wird ja dann höchstwahrscheinlich, das wird ja irgendwo dann hier oben in dem Chunk dann mit sein, irgendwo da mit zwischen. Aber ich wundere mich halt darüber gerade, dass unsere Radare nicht weiterarbeiten, aber wahrscheinlich haben sie die maximale Reichweite erreicht, ne? So, du baust das, du baust das, du baust das. Ist immer noch geil, was für Blueprints ich mir teilweise speichere, ne? Ich habe zum Beispiel noch einen Blueprint von Danger Ores von damals. Und wir das, wo wir das mit den, Alter. wo wir mit den, wo wir an Mods eigentlich das komplett falsch gespielt haben. Aber das ist egal. Aber ich habe halt mir damals einen Blueprint gezogen von den Flare-Stack-Gebündeln da. Da hatten wir ja so einen mehr oder weniger optimalen Aufbau, was die Flare Stacks anging, platzmäßig und so. Und davon habe ich einen Blueprint gezogen, habe ich immer noch. Okay, kein Und hab Kommentar. dann habe ich hier noch ganz andere Blueprints, wo ich nicht mal mehr weiß, was das überhaupt mal war. Ich glaube, das eine ist von C-Block für die Windräder, das eine ist von Space Exploration die Forschungspakete. Cool, das ist einfach nur noch eine Wasserpumpe und 18 Strommasten auf dem Blueprint. Ich würde aber auch mal denken, das ist C-Block. Wie weit bist du jetzt mit dem Strom? Also, wenn ich nicht einfach alles pancraften würde, wäre ich vermutlich schon fertig. Aber jetzt sind bald die ersten 60 Dampfmaschinen fertig. Ach so, also die Wasserpumpen und sowas hast du noch nicht. Heizkessel sind fertig. Die Gewässerpumpe, die eine, die ich brauche, ist auch fertig. Und ich habe 300 Fließbänder knapp. Strommasten werden aber bei weitem halt nicht reichen, erstmal, aber ich habe schon mal 30 Stück zumindest. Aber ich weiß auch noch nicht so ganz, wie wir die Stromanlage jetzt überhaupt setzen wollen. Ja, dann komm mal runter. Fangen wir mal an zu planen hier. Aber ich setze jetzt hier unten auch erstmal Radar hin. Ist zwar langsames Radar, weil halt hier massiv kein Strom da ist, aber das ist ja was anderes. Meine Frage ist ja erstmal, also die wichtigste ist ja erstmal der Rotation. Und dann ist ja die Frage, an welche Position man es setzt. Rotation. Weiß, ich hätte es vielleicht von hier aus so nach unten gesetzt. Ja. Direkt so weit da hinten oder so weit nach vorne, wie es geht, ans Wasser mit der Pumpe dann. Ja, ich würde es. Ja, genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann Habe ich die irgendwie. gesetzt oder hast du die Pumpe gesetzt? Hier hast du gesetzt.
Ich wollte sie setzen, aber ich habe nicht mal Shift gedrückt, aber es geht trotzdem. Dann keine Ahnung, von hier aus irgendwie. Ne, war doch nicht so nah. Willst du mehr Platz haben? Ja, hier zumindest einmal so komplett. Das heißt jetzt so, oder möchtest du dann noch einmal ein Rohr mehr haben? Nee, kannst du das jetzt da das Rohr anbasteln? Ach so, es ist die Frage, willst du das doppelt machen? Was genau ist doppelt für dich? Ja, dass du die anderen erstmal so umdrehst, weil jetzt wäre ja, was wäre ich der eine wahrscheinlich hier. Ja. Dass du hier neben, dann, keine Ahnung, dass das doppelt also so machst. Das mache ich vermutlich am Ende, aber eine Seite kannst du später einfach auf die andere rüber kopieren. Das ist ja das Schöne. Ja, nur, das ist jetzt die andere Frage. Wollen wir das mit Ladern machen? Nein. Also ich glaube, Lader werden Overkill am Ende des Tages, glaube ich. Also dann halt in jedes einzelne Teil 200 Stück reinpackst. Oder 100 oder was weiß ich, was sie jetzt reinladen am Ende des Tages. Aber es ist doch scheißegal, wie viel sie reinladen. Die werden bloß halt viel zu viel reinladen. Möglich, ja. Und das reicht mit einem Fließband. Es wird am Ende des Tages genau ein Fließband dann sein, und wenn wir es auf Rot upgraden, dann sind es sogar zwei, ja. Okay. Sieht irgendwie so viel aus. Wie weit geht das noch? Jetzt müsste alles stehen, glaube ich. Aber deshalb meine ich ja, dass man es auf die andere Seite später rüberziehen kann, weil du dann auf Rot upgraden wirst, das Fließband. Und es dann kein Problem mehr ist, sozusagen. Das stimmt natürlich. Also das ist jetzt schon ein bisschen unsatisfying. Können wir Landfill noch ein bisschen bauen? Warum? Damit wir über die Ecke hier rüber gehen können, um dann nach links zu gehen zum Lagerhaus und nicht einen Pissbogen da reinbauen müssen. Ja, können wir den bauen? Haben wir schon den Wir erforscht? können Lentil auch automatisch vermutlich unendlich craften, dadurch, dass wir Ja, aber können wir schon? ja, Lentil ist erforschen seit was weiß ich wie lange. Sehe ich das nur nicht? Das ist bei Ach, da unten. Logistik und da ganz unten. Hat sich Dauert gut. halt bloß Ewigkeiten pro Landfill, so grundsätzlich gesehen, aber naja. Jetzt habe ich eh keine Nanobots mehr. Ach so, deswegen. Dürfte da schon Kohle drauf? Grundsätzlich gesehen ja. Praktisch gesehen fuckt mich gerade schon wieder hier alles ab. Wie kann das denn schon wieder sein, dass es genau ein Block zu weit weg ist, ey? Passt alles vorne und hinten nicht, was ein Kack. Ach gut, das sind genau die 10 Länder, die ich baue. Wie schön. Ach, du hast aber ganz wenig Holz dabei. Reicht es jetzt mit Lenfield, was du baust, oder brauchst du mehr? Das, was ich an Lenfield baue, reicht. Aber es dauert halt Ewigkeiten, bis man halt die 100 Steine da gebaut sind. Es dauert ja 200 Sekunden pro Stein so. Ja, also insgesamt dann halt pro 5 Lenfield. Aber ich habe gleich die ersten 5 fertig, also das passt schon.
Brauche ich auch mal 5. Jetzt ist nur die Frage, baut man hier die Greifarme, die Strom brauchen, oder baut man die befeuerten Greifarme, die deutlich mehr Kraftstoff am Ende des Tages fressen? Aber halt deutlich kostengünstiger sind. Aber ich glaube schon, dass eigentlich die Stromgreifarme schlauer sind. Ja, definitiv. Oh, ich bin so ein geiler Hengst, ey. Immer wieder geil, wie zum Beispiel hier einfach so ein Baum mitten drinne steht. Wie geiler, dass er meine Untergrunddinger hier benutzt, um unter den Bäumen durchzugehen. Nice, oder nicht? Und ich jetzt halt einfach mal meine Dings suche hier. Ach, da ist. So, dann haben wir das. Zwei habe ich rausgenommen. Okay. Hör mal, du hast ein paar Steine übrig gehabt, habe ich das Gefühl. Kann das sein? So schnell, wie du das Ganze hier aufgezimmert hast. Ja, weil ich gerade halt massiv viele Steine baue für meine Schmelzöfen. Achso. Für die Lichtbogenöfen und so Geschichten. Brauche ich halt nur. Hallo, es gibt auch einfache Methoden, hier Strom ranzubekommen. Boah, ist das Ding hier effizient. Heureka, hoffschuh. Welches? Windturbine. Verbraucht zumindest 0 Watt Strom. Wie produziert ihr jetzt? Gar nicht. 20 kW. Ja, es hätte aber gereicht, um hier Strom drauf zu bekommen, um halt Wasser in dieses System reinzubekommen. Das hätte ja dafür gereicht. Aber dann kannst du eigentlich dann, wenn die jetzt laufen, weil aktuell läuft der Strom ja über die drei Dinger hier oben. Dann kannst du die da oben dann wegschnappen, oder? Theoretisch gesehen kann man die wegschnappen, aber ich crafte eh theoretisch gesehen genug für das Ganze hier, also. Aber jetzt sind wir schon mal 3,8 Megawatt. Das ist doch schon mal super. Reicht zwar immer noch nicht, aber ist schon mal gut. Weil damit haben wir nämlich jetzt gerade einen dicken, fetten, roten Pfeil beim Kohleverbrauch oder beziehungsweise beim Kohleabbau. Aber auch nur kurzweilig. Gut, die laufen jetzt aktuell mit 50% Leistung, ne? Also da wird es mit Sicherheit so auf 1300 wird es da dann schon hochgehen. Aber bei 78,3 Millionen mache ich mir da gar keine Gedanken drüber. Zumindest erstmal ja. Ja, das stimmt. Erstmal. Wird auch irgendwann verbraucht sein, aber bis dahin haben wir optimal für Materie und dann sollte es eh kein Problem generell mehr sein, weil wir dann über Uran unseren Strom machen und Kohle künstlich herstellen können. Wieso braucht man eigentlich für alles diese scheiß Elektromotoreinheiten? Warum haben wir die noch nirgendwo gebaut?
Ja doch, die brauche ich doch da oben. Ja, aber nicht komplett automatisch. Du musst ja deine Sachen das schon selber mal reinpacken. Das ist richtig. Wie viel brauchst du noch? Also ich habe noch 90, habe ich noch hier jetzt gerade so auf die Schnelle. Wir bräuchten halt theoretisch gesehen zumindest welche für die Greifarme halt, ne? Aber kann ich auch gleich craften. Sollte übrigens aufhören, hier durchzulaufen. Ich habe das Gefühl, ich reiße einfach mehr Maschinen ab, als ich. Ich habe dir die 91 mal eingeschmissen. Muss trotzdem aber nach oben noch ein paar Sachen holen. Bin ja schließlich immer super ausgestattet mit jeglichem Zeug, nicht? Ich tatsächlich auch hier mal. Ich war's mal, dann war ich's aber irgendwann nicht mehr auf einmal, ne? Was kommt hier an oder was kommt hier nicht mehr an? Kein Stahlblend mehr. Ach so, weil jetzt schon wieder. Aber Eisen ist. Okay, das heißt, dann sind wir jetzt an der Kapazitätsgrenze von dem Fließband. Okay. Das macht Sinn. Nur weil es Sinn macht, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist. Ha. Wann steckt Holz eigentlich bis 400? Seitdem du den Mod, glaube ich, reingepackt hast. Das. Oh, shit. Das waren dann doch ein paar viele. Also ich will jetzt nichts behaupten. Aber wir sollten, glaube ich, so langsam unsere Dampfturbinen von der Dampfleitung nehmen. Sieht nämlich so langsam echt eng aus, ne? Oder wissen wir, ist eng. Die blinken halt die streckenweise. Oh. Okay, dann ist es schon mehr als eng. So, die sind voll. Er sagt das doch. Moin! Weil ich mich aktuell beruflich umorientiere. Hattest du dir unten? Ne, du warst bis oben, ne? Ich muss gerade einen Bug von einem Mod entsorgen wieder, ja. Okay. Wie viel verbraucht denn der Scheiß hier? 10 Dampf pro Sekunde, okay. Nee, nee, alles gut. Also wie gesagt, es ist aktuell so, dass ich meinen Job im Einzelhandel hingeschmissen habe und dass ich gerade. Okay. Eine neue Ausbildung mache. Ob es jetzt der Strom? Ach so, ja, weil ich die Dampfturbine weggerissen habe. Eine neue Ausbildung mache und dann in einen komplett anderen Bereich wechseln. Wer macht denn sowas? Das frage ich mich tatsächlich auch.
Also wir verbrauchen aber ganz schön viel Wasser mittlerweile hier oben. Guck mal Da hat mir mal warum. den Itemteppich, den ich hingelegt hatte, nicht mitbekommen. Nee, das stimmt. Den habe ich, den hab ich nicht. Das Traurige war, ist ja, ich habe den nicht mal selber hingelegt, sondern der wurde hingelegt, weil ich dieses Alt nach vorne schieben von irgendeinem Rezept genutzt habe. Ich verstehe aber nicht, was er abgebrochen hat. Weil auf einmal lag halt so ein bisschen Zeug unter mir, ne? Ist grundsätzlich doof, würde ich mal sagen. Ich mache eine Ausbildung bzw. Qualifizierung zum Rettungssanitäter. Zum Rettungssanitäter. Okay, ich habe noch Automatisierungsscanner übrig gehabt, oder nicht? Ich habe mich auf den Boden gelegt, also wenn. Anscheinend wohl nicht. Dö. Naja, Feuerwehrmann ist ja. Das ist ja freiwillig. Und das bleibe ich ja weiterhin. Immer diese freiwillige Feuerwehr, ganz schlimm. Und das wäre dann nicht vom Feuerwehrmann, das wäre ja dann eher vom Regen wie Traufe. vom Einzelhandelskaufmann zum Rettungssanitäter aktuell. Hundertachtundvierzig. Ja gut, ich hatte die Ausbildung gliedert sich sozusagen in vier Teilen. Ich habe jetzt die letzten 6 Wochen halt Schule gehabt und musste da relativ weit fahren. Deswegen war es jetzt die letzten 6 Wochen echt Katastrophe. Ich weiß jetzt, woher der Teppich kam, den ich unter mich gelegt habe. Okay. Das ist das, was du mal meintest, wenn man Alt drückt und das dann Ganze dann aktiviert, dass der den Teppich unter einen legen kann, weil du die Items aktualisierst sozusagen. Nett. Toll, das heißt, ich habe mir extra Ressourcen geholt, die dann alle direkt geklaut wurden, oder wie? Schade. Das würde auch erklären, warum auf einmal meine Mechanical Parts sich gefühlt verdoppelt haben. Naja. Genau, so und wie gesagt, jetzt gestern und heute hatte ich gestern schriftliche Prüfung, heute praktische Prüfung. Ja, dementsprechend ist jetzt der schulische Teil erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt geht es ab morgen 80 Stunden lang ins Krankenhauspraktikum, dann geht es 160 Stunden lang ins Rettungswachenpraktikum. Genau, und dann geht es nochmal. Eine Woche lang im Prüfungslehrgang und dann bin ich fertig. Ja, und dann muss man halt mal gucken, wie da meine Schichten. Auto jetzt nach da unten. Echt, das ist auch nur so viel weiter? Ah, ne, da hinten ist er noch. Ah, guck mal da. Und jetzt ist immer. Wieso falle ich immer wieder immer sieht? Rohöl rein. Aber weißt du, was der große Vorteil ist? Das wären die nächsten 80 Millionen, beziehungsweise aktuell 80 Millionen für Strom. Korrekt, ja. Also sind vermutlich eher 300 oder so am Ende des Tages, ja. Gut, wer weiß. Vielleicht geht das ja
Wer weiß, wo das lang geht. Vielleicht geht das jetzt ja auch ja so hier und so. Ich habe übrigens den perfekten Roboter für dich gefunden, den wir hier haben. Den Heavy Cargo Bot. Das ist der bessere Logistikbot, mehr oder weniger. Logistikbots haben 7 Kapazität und 15 km/h und der hat 32 Kapazität. Und auf wie viel Gramm? Darüber will ich nicht reden. Okay. 3,2. Na Ich gut, fahre also aber fast rückwärts. dafür kann der halt ordentlich Gas geben, Richtig. Und da du eh irgendwann Geschwindigkeit unendlich forschst, mehr oder weniger. Heavy Car Robot. Na gut, 32. Aber 900 Watt in Bewegung, Alter. Huhu. Aber das sieht aus, als ob das irgendwie so ein Gerät Ich dachte ist. erst, es ist ein Schneemobil oder so, Ja, weil das genau. wofür Irgendwas, was auf gedacht dem ist. Fußboden fährt. Ja, deshalb habe ich ja erst rüber gehabert, was das jetzt ist. Weil ich Hier. eigentlich hoffe, dass das vielleicht irgendein Fahrzeug ist, was wir so fahren können, aber nein. Dazu kam es, ja, mein lieber netter Ortsmeister hat mich doch damals gezwungen, du kommst jetzt mit zur Feuerwehr. Ja, und dann ging das ja so weiter. Von der Feuerwehr ging das dann über eine Reanimation in der Familie, wo ich dann gesagt hatte, oh geil, Mensch, das, ja, was heißt geil, aber man kann, also ich komme damit zurecht, bin dann in die First Responder Gruppe der Feuerwehr gegangen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt gesagt habe, alles klar, dann kam halt noch das richtige Angebot dazu. Ja, und jetzt mache ich halt eine Ausbildung zum RS. Ich habe übrigens das Fell ganz aufgedeckt, ne? Oh, ja. Also ich glaube, über Kohle für Strom brauchen wir uns erstmal keine Gedanken zu machen. Aber Gedanken machen ist immer gut. Ja, und zwar Ziegelsteine. Wollen wir die Basis mit Ziegelsteinen auslegen oder wollen wir dann eher doch noch sagen, nee, mach mal lieber nicht so viel Ziegelsteine auf dem Fußboden, wir gehen dann lieber auf. Das Traurige ist, das ist halt alles nochmal ganz schön bedeutend schneller, ne? Das sind Ziegelsteine. 60% zu Stahlbeton. Das sind auf 220% gehst du hoch. Die Okay. 20% zu Beton sind jetzt nicht der Rede wert, so. Aber dann das hoch nochmal auf Stahlbeton, das wird, dann habe ich. Was wir beim Eisen rausbekommen, das sind diese Poor Iron Chunks, ne? Bei Eisen bekommen wir vom Eisenerzfeld bekommen wir Poor Iron Dann raus, ist ja. das Beton ja sogar noch relativ einfach. Ziegelstein, Poreisenschank, ein bisschen Sand dazu, puff, hast du Beton. Ja, Eisenerz halt sozusagen dazu packen, ja. So, und dann. Ich muss mich mal ganz kurz zwischen hier denken lassen. Moment. Das war falsch. Alt-Taste gedrückt halten. So. Ach doch, ich habe Stahl dabei. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, das kannst du keinem erzählen. Ich habe 1538 Sachen dabei, aber kein Stahl, oder wie? Wie hast du so viel Platz im Inventar? Ich habe unauffällig was umgestellt, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht so laut im Stream sagen, aber okay. Wo ist das Sand? Was ist noch weiter oben? Ach so, für den Sand kommt hier oben. Scheitert jetzt halt relativ viel an vielen Orten an dem Dampf. Genau, hier oben kommt nämlich keine Flüssigkeiten an. Wobei das alles ein relativ einfacher Fix ist am Ende des Tages. Sobald halt jetzt da mal eine Stromleitung nach da oben gelegt ist zu den Laboren, sollte das kann nur die Dinger da oben wecken und sollte das eh gegessen sein. Ja, die Stromleitung liegt ja schon bis hier oben hin.
Ja, dann sollte man sie jetzt vielleicht mal von da aus nach da legen und die Dampfturbinen da oben wegnehmen. Ich habe jetzt keine Strommessen, sonst würde ich das machen. Meine Strommessen kommen mich erst nach den tollen Dampfmaschinen. Nehmen wir uns mal. Haha. Ach, toll. Und das war's mit meinen Strommessen. Ich bin zumindest schon ein bisschen weitergekommen. Es fehlt noch Holz. Oder weil der wird ja auch schon grau. Das Nest. Was macht das da? Party, parken, irgendwas davon würde ich jetzt einfach mal sagen. Gut, Stromverbindung nach oben hin ist hergestellt. Merke ich. Inwiefern? Weil wenn erstens die anderen Dampfturbinen jetzt dadurch mit angezeigt werden und zweitens es jetzt nicht mehr 4 oder 5 Megawatt sind, sondern 16, die wir verbrauchen. Alter, nicht so viel rein. Ja, die sind die Labore halt voll am Power, ne? Vorher gingen die Labore halt nur maximal auf Halbpower und jetzt gehen sie halt voll einmal. Aber die werden ja eh gleich die Pakete leer haben, also von daher, Blaues kommt halt nicht mehr bei weitem genug nach. Ja, Liegt gut, vielleicht aber auch das. am Dampf, aber vielleicht wird es jetzt wieder besser, mal gucken. Ja, gut, Kann ich mir zumindest vorstellen. da müssen wir jetzt tatsächlich mal schauen, wie es aussieht. Kann aber auch daran liegen, dass die Motoren da ungefähr gerade 2600 Stück, am Ende 3200 geklaut wurden oder so, aber auch vielleicht. Ja, das kommt dann auch mit dazu. Dann hast du hier noch ordentlich Eisen zu Stahl gemacht, was da noch mal 10.000 zwischen geparkt sind und so. Was wollte ich War ich jetzt gar holen? nicht. Eisenplatten wollte ich, brauche ich eine Eisenplatte. Ach cool, kommen direkt dann ganz viele Nester und auch ein relativ großes direkt schon unten, ne? Ja, ich gucke gleich sofort. Moment. Also relativ, ist jetzt nicht übertriebenst, aber ist auch nicht mehr so klein. Kann man mit der Alt-Taste auch mehr bauen, als man Ich noch glaube, du immer kannst. schütten? Also, du kannst theoretisch gesehen probieren, Alt, Shift und Linksklick. Da müsstest du theoretisch gesehen alles bauen, was da steht an Zahlen. Alt, Aber Shift. Ja, macht er. Nein. ob das dir bringt, was am Ende des Tages Ja. genau die Menge, die du willst, ist die Frage. Ja, genau, das hat mir genau die Menge gebracht, die ich wollte. Weil es kann halt dann auch genau passieren, dass du so tolle Sachen baust wie Öfen und da hast du halt, ja. Ja, okay, das sehe ich dann doch schon ein. Dann hast du vielleicht 4000 Öfen drin, aus Versehen, ganz schnell. So, aber ich Aber. wollte. So, wo. Okay, das Nest unten kriegen wir noch klein, das Nest da. Alter, warum schüttet denn das jetzt draußen so? Die kriegen wir beide klein und das ohne Probleme, wenn wir Fische vor allem mitnehmen. Aber wenn da jetzt dann mehr als die drei oder vier Würmer, die da unten drin sind, wird das halt auch dann schon irgendwann relativ anstrengend. Ja, ich meine, also vier Würmer habe ich auch alleine weggekriegt da hinten. Ja, aber dazu nicht unbedingt, da hattest du nur ein oder zwei Nester dazu. Oder hast du das Genau. nächste direkt? Also jetzt kommen dann doch relativ viele Nester auf einmal, wenn man so in einer Richtung ist. Vor allem das Schlimme Aber ist, ja. es kommt halt genau in unserer Stromanlage.
Ja, was war zu erwarten, weil unsere Starterbase war hier und wir haben uns bisher nur fast nur nach unten bewegt. Ja, Vermutlich sind die in gut. anderen Nestern hier oder sowas und wir haben sie halt nur noch nicht aufgedeckt, weil wir noch nichts haben. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen bei uns. Ach, das wird schon. Das wirst du eh erst alles rausfinden, wenn man mit Schienen anfängt. Aber für Schienen gibt es noch so ein paar Sachen, die wir davor brauchen, bevor wir damit anfangen könnten. No, Reparaturkits brauchen wir. Nee, Stromnetz brauchen wir erstmal überhaupt, um große Strommasten zu haben. Alt, Shift, Linksklick. Oh, ist das geil. Ich will so Ewigkeiten klicken, ey. Aber irgendwie wird dann durch dieses Alt-Shift-Dings wird meine Liste hier gar nicht kürzer. Vor allem kommt das nicht dran, was du seit langem machen willst. Das ist die witzige an der ganzen Situation. Ja, ganz am Ende sind ja, habe ich ja 1500 Schienen. Da bin ich zumindest schon mal auf 700 runter. Aber dann sollen ganz am Ende noch 148 elektronische Erzfüller Bei mir gebaut ist es werden. eh untypisch, sonst ist meine Warteschlange eigentlich deutlich kürzer als sie jetzt ist, aber irgendwie crafte ich mal mehr, als ich sonst craften würde. Sonst würde ich die einfach die Füße hochlegen. Wie voll ist denn das Lager jetzt? Ah, ist ja auch erstmal Viertel voll. Okay. Aber es ist schön, dass jetzt hier unten schon die ersten hier leer sind. Rausgehen sind halt wirklich die Eckteile. Wenn du das mit dem Blueprint drüber setzt, kriegst du ja die ganzen Eckteile auch mal dazu. Da ist ja meistens nicht viel dabei. Ne, wenn ich mal sehe, Sind ist der immer ein eine oder der zwei Felder genug. 21.000, 64.000, 5.000, 54.000, 32. Na gut, da sind aber schon ein bisschen mehr. Wir haben 3.000, 16.000. Ja gut, der Vorteil ist halt, dass die Dinger auch eine relativ große Reichweite haben. Okay, jetzt bin ich nach unten gelaufen, weil ich die ganze Zeit unten gebaut habe, aber ich wollte ja eigentlich nach oben laufen, weil ich da was bauen Das wollte. wird unser schwerstes Nest, glaube ich. Einser oder was? Nee, aber das Nest ist auf einer Insel, da kommen wir gar nicht erst ran. Aber weißt du, was der große Vorteil ist? Die Genau, kommen wir Stromanlage an uns ran. hier ist perfekt geplant. Kohle, Kohle. Und hier unten kommt die nächste Kohle. Das ist Also. richtig. Hast du ja auch gemacht, ne? Ja, richtig, das war alles geplant. Ich wusste das natürlich. Ich habe die Karte nämlich schon mal gecheatet, kennst mich doch. Ach so, ja. Traurigerweise habe ich das schon mal in einem Projekt damals gemacht, aber auch nur, weil wir da in dem Projekt, glaube ich, schon ungefähr seit 3 Stunden ein neues Eisenfeld gesucht haben. Und ich mir dann dachte, ach, scheiß drauf, ey. Also, das war dann auch immer so der Moment, wo wir das schon irgendwie 3 Stunden gesucht haben, aber auch wirklich 3 Stunden nur gesucht haben. Aber Waren sind das für ein irgendwie immer an dem Projekt? Nest. Ich weiß es nicht mehr, aber das sind immer dran vorbeigelaufen. Wir sind halt. Ich bin raufgegangen auf dem Singleplayer dann und hab's instant gefunden. Also das war auch irgendwie traurig ein bisschen. Aber da haben wir Ewigkeiten gesucht. Aber das war auch generell, glaube ich, ein Projekt, wo ich einigermaßen viel vorbereitet hatte, immer so ein bisschen so nebenbei. Was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Schade. Ich weiß es doch wieder. Nein, ihr verdammten lieben netten Geräte. Das, was mich ein bisschen beunruhigt, ist der Punkt, dass wir jetzt für die Forschung alleine für das, was wir jetzt haben, noch schmackhafte 7 Stunden brauchen. Ich hoffe, das wird jetzt dann halt echt besser, wenn die zweite Kiste bei den Motoren voll ist. Weil ansonsten könnte sich das echt noch in die Länge ziehen, um da irgendwas zu haben. Da muss man echt mal jetzt die Zeit nochmal durchgucken, um mal zu sortieren, was man jetzt davon wirklich braucht. Haben wir jetzt eigentlich auch elektronische lange Greifarme schon? Ja, müssten wir. Wir haben einen langen Greifarm, ja. Und wir haben einen zilternden Greifarm und wir haben einen schnellen Greifarm und wir haben den Greifarm. Alles elektrisch. Einzige Problem ist halt bloß, dass wir bisher nur zwei Holzstrommästen haben. Der eine ist ja mehr oder weniger der Holzstrommast als großer Strommast sozusagen. Und dann hast du ja einmal den normalen. Filtern da, schneller greifen, den brauchen wir nicht lange greifen. Zwei. Ich finde es faszinierend, dass dir Strommasten bessere Beschleunigung und so weiter und so fort geben. Was spielt so besser Beschleunigung?
Weil du Fahrzeugbeschleunigung 35% nochmal dazu bekommst und Fahrzeughöchstgeschwindigkeit auch noch 50%, oder nicht? Oder reduziert das das? Ich weiß gar nicht, wie das das Spiel handhabt. Ich müsste es wieder erhöhen, aber ich habe keine Ahnung. Aber es haben sich jetzt einige Sachen geändert durch das, den anderen Mods durch Bioindustries. Kohle ist nur noch bei 200%, nicht mal mit 250 zum Beispiel. Umweltverschmutzung. Und Holz hat Umweltverschmutzung bekommen, aber dafür Fahrzeugbeschleunigung auch noch. Da unten ist rohes, seltenes Metall, wie schön. Aber es sind spawnen ganz schön viele Alien-Beacons, ne? Da ist einer, da sind zwei, da ist dann noch einer, da ist noch einer. Also alleine und auf der unteren Karten, auf dem Tag, den wir aufgesetzt haben, haben wir 5 Stück schon stehen. Plus noch einen Crystal-Akkumulator, den wir dastehen haben. Ich finde es aber immer wieder schön, wie wir Sachen groß planen, um sie dann nur zur Hälfte aufzubauen, beziehungsweise wenn überhaupt zur Hälfte, ne? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du auf die Schmelze drauf anspielen möchtest. Ich. Aber auch so ein typischer Spielstand von uns eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ja, wir planen alles schön groß, schön platzmäßig gut verteilt. Ach nee, da ist ja noch Platz dazwischen. Puff, voll gebaut. Jetzt haben wir jetzt gar nicht mehr am Fließband übrig. Okay. Das Traurige ist, dass wir bloß uns entweder jetzt überlegen sollten, halt dann mal die Öfen auf Stufe 2 zumindest abzugraden bei Eisen. Oder so die Richtung, oder halt die dritte Schmelze mal anzuschließen oder so. Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja dabei zu craften und all sowas fertig zu machen, dass ich jetzt Weil schnellstmöglich. das Ganze ist jetzt nicht so effizient, wenn man mal ehrlich ist. Da haben wir den ersten Teiler, der schon mal Hälfte, Hälfte macht sozusagen. Dann haben wir da den nächsten Teiler und da den nächsten Teiler. Das heißt, auf dem Fließband, was zu Stahl geht, ist halt einfach fast gar nichts mehr eigentlich. Was überhaupt durchkommt. Kann durchaus möglich sein, ja. Du meinst. Gut, so habe ich das zwischengezogen. Fangen aber auch streckenweise mal so an, so langsam Radare auch mal so zu verteilen, wo Strommasten zumindest schon mal standen. Ja, auf alle Jetzt Fälle. sehen wir nämlich auch das Kohlefeld mal hier wenigstens. Ich finde es aber schön, dass hier noch der Schleim und so von den Viechern ist, die du getötet hast hier, ne?
Kein Lagerplatz. Nee, nicht Lagerplatz, halt visuell sind ja noch so diese Flecken auf dem Boden. Ach so, das. Ach so. Ich weiß nicht, ob es vom. Das wird ja von toten Viechern, denke ich mal, kommen. Ja, Aber ich habe da eine sie sollten Lösung. Warte bitte mal ganz kurz. Ziegelsteine drüber kloppen, das ist Ja. wichtig. Ich suche sie gerade. Aber ich habe gar keine mehr. Oben drüber direkt 2 Meter weiter stehen Ziegelsteine in der Kiste. Mal gucken, ob das geht. Okay. Damit betont ist er noch ein bisschen besser. Okay. Die große Frage ist jetzt halt bloß, ob wir später solche Felder wie das jetzt hier umbauen und das auch auf die anderen Erzfelder oder ob wir es einfach erstmal so lassen. Auf alle Fälle werden wir die umbauen. Weil das Problem ist halt, je später wir es machen, desto eher müssen wir mehr von den Steam-Minern bauen. Aber die Steam-Miner brauchst du halt nicht mehr für irgendwas, das ist das Problem. Weil die Steam-Miner sind die höchste Stufe. Weil die Erzförderer sind halt nochmal aus komplett neuen Materialien hergestellt. Doch, die brauchst du tatsächlich doch noch. Für diese Stone Quarries. Dafür brauchst du aber befeuerte Erzförderer und nicht die Steam Miner. Ach, scheiße, okay. Ja, gut. Das ist das große Problem. Ja, gut, dafür haben wir jetzt natürlich den großen Vorteil mit Bio Industries. Da haben wir ja unseren tollen Steinbrecher, der Maschinen zerkleinern kann und dann ein bisschen Ja, Material aber wieder nicht rauskommt. alle. Ja, nicht alle, das ist wieder richtig. Wer kann befeuerte Erz, einfach nur befeuerte Sachen größtenteils? Aber ich verstehe noch nicht so ganz, nach welchem Schema die Maschinen ausgewählt sind, die er kaputt machen kann, bin ich ehrlich. Weil bisher haben wir, glaube ich, 5 Rezepte. Den Steinofen verstehe ich, weil du den meistens nicht aufcraften kannst. Den befeuerten Erzförderer und den befeuerten Greifarm verstehe ich auch, aber den roten Greifarm und den Hochofen verstehe ich nicht unbedingt. Also Hochofen vielleicht noch einigermaßen, dadurch, dass wir den elektrischen Ofen da jetzt haben, also den Alter, Lichtbogenofen. hast du dir mal die Turbine angeguckt? Welche? Meinst du die Stromturbine? Die wir da neu dazu bekommen haben? Du meinst, was die für ein. Meinst die Dampfturbine oder die Industrial Combustion Turbine? Die Combustion-Turbine. Ich habe sie gesehen, ja, aber ich habe sie gekonnt ignoriert. Mit 125% Effektivität. Ja, ich weiß, das habe ich auch gemerkt. Das ist das Bittere los, so ein bisschen. Einziges Problem ist halt bloß, die verbraucht gar nicht mal so wenig an Brennstoff. Plus, es wäre nur noch ein Gebäude, was du brauchst, also es wäre gar nicht so schlecht eigentlich grundsätzlich gesehen. Weil die braucht keine Heizkessel. Richtig. Glaube ich. Nee, also ich sehe es auch so. Wobei Doch, die, glaube ich. Verbrauch Brennstoff 8 Megawatt, doch, die Heizkessel brauchst du. Oder? Nein, das ist ein Brennstoff, aber die Frage ist, was der Brennstoff ist. Ja, müssen wir mal gucken. So, nicht weiter ablenken lassen. Weil es könnte halt auch wieder so ein tolles brennbares Gemisch mäßig sein. Was haben wir denn jetzt an Strom zur Verfügung? 45. Das verdoppelt sich gleich noch grob. Ja, ich muss nur mal ganz kurz gucken. Also das heißt, wir haben 58 Miner. Okay, das heißt, Strom reicht auf alle Fälle. Das fällt mit 58 Meilen eigentlich fertig? Nö. Weiß nicht. 2, 242 gehen darauf jetzt gerade. Aber es sind auch schon wieder ein oder zwei ja weg. 3, 4, 5, 6. 200. So, jetzt Heißt aber, brauchen selbst dann brauchen sie nur 25 Megawatt, wenn die das Ding voll ist. wir. Was hast denn du jetzt schon wieder gehabt? Ziegelsteine. Und immer wenn es weit wird, du heulen. Beams haben wir noch nicht, ne? Wir haben nur die Ingots, die wir nehmen können, und ansonsten müsste man sich
Die craften, ja. Und du hast halt die Mechanical Parts, die du vom Fließband sammeln kannst. Aber Beams, nein. Stiel. Oh, ich muss mal ganz kurz rechnen. So. Wie viele Ziegelsteine habe ich denn jetzt? 200, 400, 600, 800. Stahl, 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 Stahl. Woran scheitert es jetzt? An Stahl. Ups. Woran scheitert es jetzt? An Ziegelsteine. Das ist grundsätzlich gerade nicht so toll. Ziegelsteine. Ach, schön, dass der Felix hat der Pizza auch schon mittlerweile benutzt hat. Was habe ich gemacht? Deine Apfelpizza benutzt, genau wie ich auch mittlerweile schon genommen habe. Ja, aber auch nur, weil ich einmal den Boden geflutet habe und den Platz brauchte, um das wieder aufzuheben. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn warum haben wir jetzt nur 138 Kohleproduktion? Aber die Kohle hat einfach schon mal von der Zeit her. Das jetzt schon Stahlbeton oder das ist Beton? Das ist Das ist noch Stahlbeton. Boah, was bist denn du für ein Macher? Schlimmste war einfach nur, das Sandband von da ganz oben links nach ganz hier unten rechts zu holen. Andere Leute hätten sich so eine Stone Quarry gesetzt, so ein Crusher hat es von da oben sich genommen und dann den Sand so da reingepackt, aber naja. Wir haben den Sand da oben, Oder ja. die hätten sich den Stein Aber wieder ich habe doch mir so da einen auf den Stone Sand Crusher gesetzt. geholt und habe mir dann hier so ein Ding hingebaut. Ja, aber auf der anderen Seite der Karte. Tja, wer kann, der kann, ne? Was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch? Heute ist Dienstag. Dienstag. Zum Glück. Mittwoch ist mein freier Tag erstmal bis nächste Woche. Dann habe ich da auch Scheiße vor. So. Du Oh, wirst. guck mal, dass hier gerade geforscht wird. Heavy Construction Bots. Ja, wollen wir dann uns erstmal eventuell noch so ein kleines bisschen darauf vorbereiten, dass wir nach unten rennen?
um da halt noch mal so ein paar Nester wegzumachen. Können wir grundsätzlich gesehen machen, denke ich. Weil Ich bin momentan echt am Überlegen, wie krass es sich lohnen würde, solche Außenposten zu setzen. Also, wir haben ja hier theoretisch gesehen diese Windräder, die ja 20 machen, so ziemlich. Das heißt, das ist zwar nicht grundsätzlich gesehen, aber es würde ja reichen, um es zumindest streckenweise zu powern, das Radar. ach so, wegen Theoretisch, dass man halt mal ein bisschen aufdecken kann, was andere Nester angeht. Dass du halt dann hingehst, hier eins setzt, hier eins setzt, hier eins setzt und dann halt hier unten irgendwie dich da auch nochmal so hinsetzen kannst, so. Weil jetzt, das ist das, was man sonst ja macht, wenn man Zugstrecke setzt, mehr oder weniger, dass du halt aufdeckst. Aber da ich jetzt persönlich gesehen, bei Zügen, ohne dass man es mal automatisiert ist, die Schienen, das sollten wir nämlich übrigens mal machen. Eh witzig wird. Ich weiß aber gar nicht, ob wir brauchen wir Stromschienen später? Oder reichen uns nein. die Gleise? Ich glaube, uns reicht die Gleise, oder? Ich weiß gar nicht, für welchen Zug die Stromschienen sind, das ist die Frage. Ich Für weiß den nur, dass Electric, später. der Electric Train, der am Ende kommt noch. Ich weiß nur, dass es einen EM-Train gibt. Und wir können ja mal hier jetzt. Ach so, Train. Train, Stopp. Zug findet auch nichts. Okay, dann Also, ist. es heißt EM Trains ist die Forschung und dann gibt es für den EM Train so ungefähr 40 Forschungen. Ja, ich sehe das Top hier. Speed und so weiter und so fort angehen. Also den musst du eigentlich Faster schon fast nehmen am Ende des Tages. requires a launcher in range to operate. 60 Items dort. Das Traurige ist, das ist nicht mal das Maximum, was man haben könnte. Hättest du den Grundeinstellungen das umgestellt, hättest du sogar noch mehr haben können. Ja, das ist richtig, aber der ist schon echt gut. Aber brauchst du dafür dann faster and more efficient than regular locomotive requires a working charger in range to operate. Weißt du, was traurig ist? Guck dir mal diese verstärkten Platten an, was die für eine schlechte Laufgeschwindigkeit dir nur geben. Warte, was? Ja, das sind wir gerade forschen. Schau dir mal an, wie schlecht die sind. Verstärkte Platten. 100. 175. Ach Wir so, haben 220. ach so, ja, Und stimmt. da, und dazu, und da steckst du Ressourcen in Unmengen rein, verschwendest die Hälfte an Stahlbeton, haust nochmal Steelbeams rein. Der einzige Vorteil ist halt das Optische. Weil diese. Ich bin jetzt mal ehrlich, ich finde Stahlbeton und die Ziegelsteine und so eigentlich schon relativ hässlich. So grundsätzlich gesehen bin ich mal ehrlich, im Vanilla-Spiel. Aber für so viel Prozent weniger am Ende des Tages ist es jetzt bei weitem nicht wert. Ah, das stimmt schon. Wolltest du dich eigentlich runterkommen für Nester? Ja, ich bin gerade noch am struggeln hier Naja. gerade. Das ist auch spannend. Vorhin beschwere ich mich darüber von wegen, warum habe ich denn so viel Scheiße? Wo bist du jetzt? Bist du schon unten? Ich bin gerade unten, ja, aber wenn das noch länger dauert, renne ich gleich nochmal hoch, mehr Munition zu mir zu holen, grundsätzlich gesehen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Munition wir brauchen. Das Problem ist halt, ich bin generell. Das Einzige, was ich viel craften kann, ist Shotgun-Munition, aber die bringt mir halt herzlich wenig. Würde ich auch mal so behaupten. Also, Shotguns sind relativ stark, ehrlicherweise, ja, aber ich bin halt absolut kein Shotgun-Spieler. Weil Shotgun bedeutet eigentlich in den meisten Fällen, dass du eine sehr, sehr stabile Internetverbindung brauchst. Weil wenn du Pech hast, rennst du ins Nest rein und wirst getötet, einfach One-Shot, weil du halt laggst.
Aber ich muss sagen, dass du diese Dampfsachen craften musst am Anfang, sorgt schon dafür, dass du viele Sachen gar nicht machst, die du sonst machen würdest, ne? Weil sonst würdest du in den meisten Fällen grundsätzlich gesehen vermutlich jetzt schon lange Munition automatisiert haben, das automatisiert haben, weil es auch einfach einfacher ist, mit Strommästen mal sowas zu automatisieren. Das Aber stimmt. dadurch, dass es Dampf ist, schießt es eigentlich immer hinaus, so vom Gefühl her. Scheiße, was hab ich jetzt gemacht? Hier gelöscht. Scheiß, ich habe irgendein Mist gerade gebaut. Ich habe irgendwas abgebrochen, aber ich weiß nicht was. Egal. Kann ich denn nicht beantworten? Wo bist du denn schon? Direkt vom Netz, mehr oder weniger. War klar, dass sie sich das Teil gebaut hat. Nehmen wir erstmal das untere. Ist, glaube ich, komplett egal, weil wir eh so oder so alles machen, wegmachen dürfen, vermutlich. Was sollten wahrscheinlich. So viel zu, es sollte in dem Moment nicht ruckeln. Ja, die beiden müssen auf alle Fälle wegmachen. Erst das obere. Glaube ich, egal. Sollten halt nur nicht beide das gleichzeitig triggern. Ist richtig, deshalb geht man entweder ganz weit nach unten jetzt oder ganz weit nach oben. Eins von beiden sind die Optionen. Was ist das denn? Ja, seltene Metalle. Im besten Fall setzt man die ersten 10 Schüsse nicht unbedingt in Bäume rein. Spucker mit dabei, ja. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Heilung! Also ich will jetzt nichts sagen, aber ohne Forschung sind ist die Sniper schon ganz schön scheiße. Aua. Wieso? Weil die ganz schön wenig Schaden macht, so im Verhältnis. Vor allem, weil sie halt super langsam schießt. Also ich finde, sie macht gut Schaden. Man muss halt nur Skill haben zum Treffen. Aber es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was hast du für Munition. Ja, nicht die rote, die hast du aber vermutlich. Ja. Also meine macht halt 180 Schaden. Meine 120, glaube ich. Aber selbst 180 ist auf 700 irgendwas Okay, ich HP bin jetzt nicht tot. unbedingt. Warum solltest du tot sein? Die sind alle mit einer AR, sind die alle One-Shot. Ja, ich habe aber keine Munition mehr mit einer AR. Schade. Solltest du vielleicht mal in meine Richtung laufen und nicht vor mir weglaufen. Er läuft immer weiter nach unten und ich versuche ranzukommen. Ich bleibe jetzt hier stehen. Mach du das da vorne. Ich schieß von dir die Nester kaputt. Und du machst den Rest.
Oh, Wie viele. was guckt nach oben? Könntet ihr mal bitte aus meiner Schussreichweite gehen? Dankeschön. Überhaupt nichts. Warum muss da Hallo, irgendwo ein könnt ihr Viech? stehen bleiben, Mr. Spucker? Theoretisch könnte es sogar sein, dass wir mit der Sniper das nächste Auto kriegen. Das kann gut sein, grundsätzlich gesehen, aber das Nest ist eigentlich eher gut für uns, weil es Pollution absorbt. Richtig. Gut, dass du nicht weißt, welche Mods drin sind. Am Ende kommen die da über das Wasser rübergeflogen. Ja, das könnte auch passieren. Was haben wir denn jetzt hier? Was müssen wir nochmal so machen? Oh, abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Spaceflight. Aha, okay. Kills, Kills, unvollständig, Progress, Spiderling, okay. Hightech-Maschinen, okay. Ja, okay. Kommt noch einiges. Haften wir vor einer Bohrschlange drinne? Die Erzförderer tatsächlich noch. Also du hattest, be bevor du das meintest mit dem, du hast das abgebrochen, hast du 100 Öfen von den Zweiern drinne, 707 Schienen, 148 Miner, Ja, die sind immer noch alle drin. die Sniper, Munition und andere Munition. Genau, jetzt läuft gerade Munition. Also hat sich da noch nicht wirklich viel verbessert. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal rauchen gehen. Ja, zu dem Typen, der immer noch an den 60 Dampfturbinen craftet, seit ungefähr einer halben Stunde. Dann im zweiten Stack. Aber du hast wenigstens Fortschritt in der letzten. Ja, in der Zeit sind aber hinten dran mehr Sachen reingekommen, als oben weg sind. Davon ist die Okay. Crafting-Zeit auch vermutlich mehr, als sie vorher war. Und Gut, das ist. das sehe ich dann ein. Scheiße, ey. Aber mir ist ja auch noch nicht alles drin. Ich muss jetzt. Ich habe hier gerade mal die Hälfte der Dinger drin und dann muss ich ja die Dinger noch da und weiter Dinger machen und dann den Dinger noch Dinger noch weitere Dinger und Dinger und Dinger und Dinger. Und dann sollte ich dann vielleicht. Warum ist das jetzt alles rot hier? Okay, weil hier einfach gar nichts mehr läuft. Wie gesagt, bei Kupfer das Problem ist, aber daran crafte ich auch, aber irgendwie ja. Das Problem ist halt, es sind immer noch. Ich setze jetzt einfach mal hier so ein Lager zwischen. Schaltungen haben wir noch nicht, ne? Also Netzwerkkabel oder sowas. Nö, braucht man aber auch nicht mehr. Irgendwann in 30 Stunden sind vielleicht mal meine Lager durch, dann habe ich da eh was hinzustellen, also von daher. Was extra angeschossen.
Du hast übrigens nichts abgebrochen. Vorhin. Okay. Das Einzige, was du abgebrochen hast, war immer Munition. Und halt die Waffe. Aber du hast nichts abgebrochen, was du danach nicht nochmal reingepackt hast. Dann ist ja gut, wenn mir einer aufpasst. Abgesehen von dem, 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 dem und dem. Ich bin so fasziniert, mit wie viel roter Munition du da runtergekommen bist. Mit gar nichts. Ich habe eigentlich Mehr als gedacht. ich mir, mehr als ich mir hätte leisten können zu dem Zeitpunkt. Filters Kupatschunk. Filters. Ach so, ich glaube, das war das falsche Kupatschunk. Vor Sieht Kupatschunk. man, sieht man doch. Dann kannst du aber die Kisten dahinter stehen abreißen und reinpacken. Ja, das ist jetzt so der Plan. Falsche Richtung. Jetzt hättest du bloß das Lager so weit nach vorne setzen müssen, dass du von hier aus gerade nach oben gehen kannst, also zwei Felder weiter links. Dann hättest du nämlich die Balancer unten wegnehmen können und hättest einfach von den Balancer-Fließbändern aus reingehen können. Oh, manchmal ist es halt so einfach. Manchmal wäre es auch zu schön zu bauen, ne? Bin so mal gespannt, wie lange es dauert. Bis das Teil hier voll ist und wir das Problem wieder haben. Das wäre mitunter übrigens der Grund gewesen, warum ich das mit zwei Dingern gebaut hätte. Ich hätte hier einen Pin gesetzt für Kupfer, hier einen für Eisen, hätte die Balancer weggerissen und hätte Eisen vom linken immer in den rechten gepackt und Kupfer vom rechten in den linken immer rüber und dann oben halt raus. Dann kann dir das nämlich gar nicht so passieren. Außer die läuft irgendwann eins halt viel zu voll, aber eigentlich unwahrscheinlich. Ich glaube, es geht jetzt im Moment eh erstmal darum, diese ganze Scheiße hier oben, diese kleinen Dinger, die jetzt hier oben noch stehen, also diese hier wegzubekommen. Und dann sollte sich die ganze Geschichte eh machen. So, aber wo war ich denn stehen geblieben? Moin Chaos. Ich glaube, kennen das mit dem Warenhaus. Exotic Industries, okay. Ja, ist doch super. Aber wir haben jetzt Vision auf alles aktuell, ne? Einigermaßen. Also alles, was ich drück's mal aus, alles, was wir gebaut haben. Also irgendwo von hier kam gerade ein Path-Request, aber ich weiß nicht, wohin der ging. Von wo? Von da. Also zumindest aus der Ecke grob. Ich hoffe einfach mal, dass der Path-Request von einem Nest zum anderen war und nicht auf unsere Basis, weil sonst wären wir gleich oben irgendwo angegriffen. Aber wir werden es merken. Richtig. Bing! Bing! Ich dachte, wir werden angegriffen. Wo denn? Noch nicht, aber das wäre jetzt das Typische eigentlich normalerweise. Dass es dann 2 Sekunden später losgeht mit Bing. Erste Sache kaputt, Bing. Nächste Sache kaputt, Bing. Noch was kaputt und Bing. Noch mehr kaputt. Aber wir haben ganz schön viele Abfallplätze. Oh, ja, stimmt, man kann mit, aber kann man nicht höher ziehen oder sowas, ne? Nee. Ja, du kannst scrollen, also 40 Plätze haben wir. Also doch schon mal nicht schlecht. Wo haben wir denn jetzt hier da oben?
Sag mich noch nicht die Ziegel aus. 120 Ziegelsteine bräuchte ich noch. Hast du auch Ziegelsteine? Ihr habt die Nester gefunden. Ach so, okay, da. Lassen wir das mal super schnell hier arbeiten, oder wie war das? Ah, ja. Aber an sich ist das trotzdem relativ schnell, ne? Traurigerweise sind diese Vektorenscans immer schnell traurig, aus irgendeinem Grund. Wobei normalerweise, wenn das gut Strom hätte, wäre jetzt schon der ganze Block, den sie abdeckt, aufgedeckt. Das Problem ist bloß, wenn du das machen willst, dann bist du halt bei so verdammt viel Strom. Ich meine, du brauchst 1000 und 20 macht einen, das heißt, du brauchst eigentlich 50 für ein Radar. Ja. Ich meine, du könntest theoretisch gesehen noch gucken, ob du Solarpanels für den Tag daneben klatschst, wenn wir überhaupt welche hätten. Ich dachte, wir hatten welche schon erforscht, aber anscheinend nicht. Vielleicht habe ich die auch bisher immer nach hinten geschoben, wäre auch eine Option. Das kann durchaus möglich sein, ja. Ah, da sind die So. Solarpanels. Das ist auch. Wobei die auch nicht bedeutend mehr haben. Außer du baust halt diesen riesen Bio-Solarpark oder so ein, was weiß ich halt, aber. So, dann haben wir das, das, diesen drin, diesen drin. Das heißt, der nächste Punkt wäre dann das da. Das heißt, 8000 Kupferkabel. Puh. Pass auf, ich setze jetzt mal hier auf unsere Freifläche. Mal ein paar Müllkisten hin, was wir halt nicht mehr brauchen, weil ich glaube, Siemens wird da werden wir nicht mehr benutzen. Wofür wird das Teil? Das sehe ich, aber ich brauche irgendwas zum Kaputtschießen dann. Das kannst du auch kaputt schießen, neu craften, traurigerweise. Toll, da ist ja wirklich tatsächlich sehr viel rausgegangen, was man nicht mehr braucht. Traurigerweise braucht man generell nicht besonders viel rauswerfen, so, weil das meiste kannst du entweder hochcraften oder brauchst du so oder so. Gut, das heißt, ich brauche trotzdem. Hochöfen, elektronische Schaltkreise sind auch 2000 Stück. So, dann habe ich das Ding, dann habe ich das Ding, dann habe ich das Ding. Warum habe ich da? So ist das richtig. Jetzt habe ich die ganze Geschichte vorbereitet, dann werde ich wahrscheinlich. Wollen wir die Schmelze? Eher so in Richtung wenig Anlagen, viel Effektivität oder. Das ist das, worüber ich mir jetzt schon die ganze Zeit Gedanken mache, was für uns das Sinnvollste ist. Das Einzige, was ich nur weiß, ist, dass wir noch einen Block davon weg sind, dass wir in einem Nest mit unserer Umweltverschmutzung ankommen. Du erstmal ab in den Urlaub, ab in den Sonnenschein oder so gegangen bist oder so ähnlich. Geht aber auch dann gerade, wo ich gerade mal weggelaufen bin. Welches Netz ist denn das? Links vom Wasser. Also da. Bin zwar noch einigermaßen weg, du kannst auch noch kurz weggehen, aber da müssen wir auf jeden Fall zeitnah mal hin. Okay, dann bin ich es. Ja, dann will ich jetzt mal ganz kurz einen rauchen, wenn ich mein Handy finde. Ja, und dann.
Wie sieht denn das aus mit, guck mal bitte, was Schalt, Quatsch, was Schalt, also was Module, beziehungsweise Liegenskosten. Ich habe aber eine ganz doofe Vermutung. Freut mich, dass du ganz doofe Ideen hast, also von daher. Nein, keine Ideen, sondern doofe Vermutung. Wie ist denn das? Cool. Was hast du rausgefunden? Dass ich gleich AFK gehe für 30 Stunden und dann vielleicht wiederkomme, wenn wir das Gauss-Modul haben. Was machst du nun? Das Gauss-Modul. Das ist das höchste Modul, was es in diesem Spiel gibt. Das ist das Tier 7-Modul. Tier 7. Ja, das setzt sich aus 4 Speed-Modul Stufe 6, 4 Effizienz-Modul Stufe 6 Ach und du 4 Arsch. Produktivitätsmodul Stufe 6 zusammen. Dann brauche ich ja Und du nur einen. brauchst noch 25 Hightech-Parts und aber bekommst dafür ein Modul, was den Energieverbrauch um 200% hochhaut, das Tempo auf 200%, Produktivität 20% und Umweltverschmutzung 200% macht. Also das heißt, wir bräuchten im Endeffekt nur eine Einlichtbogenöfen. Die große Frage. Ja, schauen wir mal. Erstmal gucken wir mal, wie spät das ist. 20 Uhr. Da ist unser Problem. Ach so. Das ist logisch. Ja, finde ich auch. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber ja, ich finde das. Ja, Ich find das. Holz ist halt wieder leer oben. Ach so, ja. Haben wir halt immer noch nicht automatisiert. Das ist halt so ein bisschen so das Problem. Was bräuchte man denn für Holz? Ach so, kann die Bodenfläche verbessern? Nein, wir brauchen dann das Gewächshaus, ne? Lampen, Ziegelstein. Ne, da werden Setzlinge gezüchtet. Die brauchen wir auch. Aber da brauchen wir auch das andere Glas. Wo war das Glas? Ich hoffe, das hat er mir mit reingepackt dann. Nein, hat er nicht. Glückwunsch und willkommen zu, warum ich das noch nicht aufgebaut habe. Das Schöne ist, das Glas brauchst du für gar nicht mal so wenig Sachen. Also das andere Glas. Du brauchst es für Gewächshäuser, also für die erste Holzoption. Du brauchst es für die Sentinels, also für die ganz scheiß Radarteile. Du brauchst es für Lampen. Du brauchst es für diese Textplatten da, die beiden. Du brauchst es jetzt dann für die Baumschule. Du brauchst es für Electronic Parts, wobei das Rezept nicht existiert.
Du brauchst es für Biolabor. Du brauchst es fürs Nachtsichtgerät, fürs tragbare Solarpanel. Und früher hättest du es für die Chemiekarte gebraucht, aber da ist jetzt ja das andere Glas drin. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die einfach zu unfähig anscheinend waren, das eine Glas umzuändern und komplett zu entfernen, und es deshalb da noch drin ist oder so. Weil das ja das andere Glas auch ist bei den Forschungspaketen. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass sie es einfach nur verplant haben. Das bringt uns bloß herzlich wenig halt, ne? Aber naja. Weil das heißt, es bleibt immer noch die einzige Option, um an das Zeug ranzukommen für uns. Bis Materie und dann haben wir es. So, unsere 90 Megawatt Strom stehen dann jetzt. Geil. Glaube bloß, wir werden wir nie wieder in der Menge Strom craften per Hand. Nein. Weil ich das Ganze jetzt in 3 Stunden oder so gecraftet habe, die Richtung. Die Heizkessel gehen ja noch, aber diese Dampfmaschine, da musst du ja schon mindestens die Elektromotoren eigentlich haben und die anderen Sachen liegen ja eh meistens rum. Das Einzige, was wir da nicht rumliegen hätten, wären Iron Beams. Ja, Chaos, das geht nicht. Wir können die Holzfarm nicht aufbauen, weil wir die Holzfarm dieses Glas brauchen. Und das Problem ist, dass das Glas hier zu Industrial Glas umgeändert worden ist. Deswegen haben wir das Glas nicht. Das Glas bekommen wir frühestens, wenn wir Materie aufgebaut haben. Weil du es dann über die tolle Materie-Sache dir theoretisch gesehen holen kannst. Aber bis man da ist, ist halt auch. Ostern. Oh, da oben kommt Kappa schon. Doch, können wir. Also wir können Steine rausholen, dass die Steine machen wir, kommt Sand raus. Aber wie gesagt, wir haben das Rezept nicht, weil es ist halt Industrial Glas. Aber wir brauchen halt nicht Industrial Glas, wir brauchen Das normales transparente Glas. Glas. Das ist genau dieses normale Glas und nicht das andere Glas. Das Rezept haben wir nicht. Und das Glas, was wir brauchen, also pass auf. Materieverarbeitung ist die Forschung. Wir brauchen das Glas. Warte mal, es gibt aber jetzt ein zweites Rezept dafür. Aber wo kommt das Rezept denn her? Welches zweite Rezept gibt es laut deiner Einsicht dafür? Ja, laut FNE haben wir noch ein zweites Rezept. Ja, 16. das eine Rezept ist das Glasrezept, was du freischalten müsstest, was du aber nicht frei forschen kannst. Siehst nämlich einen roten Namen oben drüber, dass es gesperrt ist. Das ist ja nur, weil es noch nicht erforscht ist. Aber es gibt keine Forschung dafür, weil wenn du mal auf das nächste Fenster siehst, gehst, siehst du, dass die Technologien unten angezeigt werden würden, wenn du eine Forschung dafür hättest. Ah, okay, ja. Okay. Das heißt, ja, es gibt eine einzige Option, wo das Ganze drinne wäre. Und das sind eigentlich nur die Age-Forschungen. Aber die schalten in Ist nicht den da. Fällen das nicht frei.
Ich habe doch kein Lichtbogenöfen. Und wie gesagt, im Lichtbogenöfen wird das gleiche Spielchen auch sein. Aber das sind ja auch die Rezepte fürs Licht, für den Lichtbogenöfen. Grundsätzlich gesehen auch voll aus. Weil sonst würde es ja hier mit drin stehen, das was halt. Weil hier steht ja auch drin, wird hergestellt in Karstadt, wird hergestellt später im Hochbogen, nicht beim Hochbogen. Also müsste es ja hier mit drin stehen. Ja doch, die Hochöfen sind hier unten im Bau. Irgendwann jetzt demnächst. Da ist ein Hochofen. Da ist aber auch nicht drinnen. Die gleichen Rezepte. Richtig. Da ist ein toller Lichtbogenofen. Und die gleichen Rezepte. Den kannst du übrigens abbauen, ich brauche nicht. Toll! Warte, wo willst du nur hin? Gehst Nirgendwo hin. du darüber wieder? Ich kann darüber gehen, wenn du mir sagst, worüber ich soll. Ich schmeiß den Holz einfach an. So darüber, ja, da kann ich hingehen. Gibt es halt auch kein anderes Gebäude, wo du so indirekt Cheat-Schmelzen machen kannst, weil du überall hier die Rezepte halt immer einstellen musst. Das ist das Problem. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Aber guck mal, jetzt sind wir mit dem mit der Vollgas-Stromproduktion hauen jetzt 1700 Kohle die Minute durch. Das ist schon Wahnsinn. Ist schon super. Auf alle Fälle. Wie viel Holz braucht man denn für einen Schaltkreis? Einen. Ein halbes Holz. Und für 20 bräuchten wir 4 Holz, wenn wir es dann aus Schwefelsäure machen würden. Und aus diesem komischen Semiconductor-Wafer-Gedöns. Richtig. Nein, Schlacke gibt es hier nicht. Das wäre so C-Block zum Beispiel. Ja, Schlacke theoretisch gesehen schon, aber nicht in dem Sinn, dass du Erz draus machen kannst. Zumindest noch nicht. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt.
nicht so viele Eisenplatten. Für was brauchte ich Eisenplatten jetzt? Zweihundert mal zehn. 2000, ja. 2000, das heißt, ich brauche also mal gucken. Das ist der einzige Grund, warum du Holz abgebaut hast, oder? Weil du die grünen Schaltkreise gleich brauchst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000. 200, 400, 600, 800, 1000, die habe ich. Die Ofen habe ich und acht, 8000 Kupferkabel. Wenn du 200 bauen willst, ja. Mach mal da Es rum. klingt aber mehr, als es am Ende des Tages ist, halt traurigerweise, aber so viel lagert man halt trotzdem nicht zwischen meistens. Die Hälfte kann ich da reinpacken. Fünftausendzweihundert kriege ich rein. Siebentausendvierhundert. 7800. Ein Platz noch. 8000. Schön. Am besten, dass wir hier einige Maschinen drin haben, wo ich nicht mal weiß, was die überhaupt tun. Das ist immer geil. Welche dann zum Beispiel? Naja, also bei den meisten ist es offensichtlich, was sie tun so. Aber du hast zum Beispiel den Arc Furnace. Da ist jetzt die Frage, was du überhaupt reinschmeißen kannst und was der dir bringt. Ist denn der Arc Furnace? Das ist der da. Der ist direkt unter den Assemblern drunter. Ich vermute mal, der Arc Furnace wird solche Geschichten wie Stahl sein. Ja, gehe ich auch von aus, aber den habe ich bisher noch nicht nirgendwo gesehen, dass der was macht. Technologien Arc Furnace. Genau, Molten Steel. Ach so, das macht das ganze Molten-Zeug. Haut das dann in Ingots rein. Das heißt, das ist der mehr oder weniger, wofür du die ganzen anderen Sachen brauchst. So. Der Wafer macht diese Semikonduktoren, die du für die eine Sache brauchst. Der Caster castet die ganzen Sachen und der Arc Furnace macht vermutlich flüssig. Genau. So würde ich das jetzt mal grob beschreiben. Gut, ich verteile jetzt erstmal, oder ich erhöhe jetzt mal minimal den Stromverbrauch da unten. Ich finde am besten eigentlich den Fakt, dass wir es geschafft haben, dass wir zumindest bei den Chemiefabriken die nicht mit Hitze betreiben müssen. Das heißt, bisher haben wir da nur noch diesen Destillation Tower und die Ölrefinery, die das brauchen. Und ich glaube, na, der braucht Strom. Ja. Also eigentlich hatten wir bisher sehr viel Glück, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ah, Öl, das wird auch noch gleich wichtig, witzig. Was verbrauchen wir jetzt aktuell an Strom? Verbrauchen 15? jetzt gerade 16 von 90. 16 von 90. Gut, dann fange ich jetzt mal an, hier mein Zeug aufzubauen. Oh. Das ist ungünstig. Habe gerade nachgeguckt, wann dann mal die andere Ölfabrik kommt, so. Das Schöne ist, dass in einer Forschung sowohl diese Destillation Tower als auch die Ölrefinery kommt. Aber die kommen erst in nach zwei Paketen. Das heißt, die kommt erst im Computer Age.
Auch gut. Alter, das ist gerade mal die Hälfte gewesen. Ich brauche noch 150 von den Dingern. Naja, du brauchst am Ende des Tages halt 242. Ich weiß jetzt nicht, was du gecraftet hast bisher, aber das kann man. 202. Das sind nur 40 Stück hier. Was für, okay. Ja, aber gut, wir sind jetzt ja gut bei einer Füllung von 75, na, 78%. Und dann haben wir dann gleich einen vernünftigen Mittelwert, was wir denn machen können. Also ich muss sagen, dass meine tollen zwei Radar-Außenpunkte genau das machen, was sie eigentlich sollen. Sie decken so langsam das da auf. Also funktioniert es einigermaßen so, wie es geplant war. Ja, genau, und das ist super. Ist zwar extrem arschlangsam, aber sie Egal, machen ganz. aber genau, aber sie machen trotzdem Progress. Und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Am Ende stellen wir dann noch 20 Akkumulatoren hin mit einem von den guten Solarpanels. Einfach nur, weil wir es können. So ein wahnsinniger Unterschied, ne? Ja nicht wenig, traurigerweise, dieser Unterschied. Das geht ja von. Wo ging die 140 Zahl? auf 220. 160 auf 160 auf 220. Aber es ist trotzdem halt. 60% sind halt bei den Mengen dann doch schon relativ viel am Ende des Tages. Und wenn du dann noch irgendwann ein Exoskelett hast. Oh, was ist das denn für ein süßes Gebäude? Das ist ja voll klein. Verdammt, wo habe ich jetzt meine Kiste hingestellt? Da oben. Du hast das nächste Stück schon wieder gesehen. Den Crystal Grower. Crystal, okay. Den brauchen wir später für Energy Crystals, die du für Zentrifugen, für Charged Grenades, für Nuclear Fusion Reaction, nee, was ist das? Fission Research Facility, was auch immer das ist. Flugrobotergestelle, Wärmerohre, Forschungsserver, Kernreaktor, Effizienzmodule, die bessere Zentrifuge, irgendwelche von diesen Wafern, irgendeine Munition. Ach cool, das Computer-Age Technology-Paket braucht ihr einfach auch. Schön. Und um überhaupt erstmal in diese Energiekristalle ranzukommen, darfst du schön viel Sand, Schwefelsäure und Dampf in eine Chemiefabrik packen, wo dann aus 10 Sand 9 werden und du eine 10%ige Chance hast, dass ein Energiekristall rauskommt. Schön. Toll. Pass mal auf. Wollen wir mal hier oben so hier mal so ein Blueprint aufbauen, zwecks Schienen? Ich überlege schon die ganze Zeit, wo wir anfangen. Das ist übrigens mit einer der Gründe, warum ich die beiden Ecken da oben gucke, wegen Wasser. Ich meine, Lenfel ist grundsätzlich gesehen in der reinen Theorie kein Problem, weil du unendlich Steindinger finden Richtig, kannst. da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber es wird halt trotzdem irgendwann widerwärtig, das ganze Zeug zu setzen, so grundsätzlich gesehen. Ja. Guck mich mal kurz an, wie ich hier laufe. Das ist so traurig. Du läufst hier so, drückst du aufs Warte, warte, Gewehr warte, und warte, denkst so. wo ist denn? Da. Jetzt, ja. Du läufst hier so und denkst so, oh, wie langsam. Läufst du hier rauf und denkst so, Jo, hä? und los geht's. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon geil, das Zeug. Wenn du dann noch ein Fließband hast, was mit in die richtige Richtung geht, mach es einfach langsamer dich, weil da kein Beton drunter ist. Schade. Wo war jetzt die Ecke? Ich laufe einfach die hinterher. Rechts oben irgendwo hast du gepinkt zumindest.
Aber die große Frage ist jetzt halt, wenn wir diese supergeilen Züge später nehmen, brauchen wir eigentlich gar keine vier Gleise. Nee, weil die fahren ja 400 oder sowas, ne? Richtig, und die haben auch sehr, sehr viel Kapazität. Das heißt Richtig. aber in der Theorie würde uns halt ein Zweiersystem reichen. Richtig. Und ein Zweiersystem ist gar nicht so schwer, glaube ich, grundsätzlich gesehen. Richtig. Oh, ist ja doch gut verzogen. Doch deutlich mehr. Ja, setz mal hier. Hast du ein Zweiersystem da? Weiß zwar nicht, wie gut das ist, aber theoretisch gesehen habe ich ein Zweiersystem, ja. Nimm erstmal die Kreuzung. Doch, das ist ja das Wichtigste. Den Rest müssen wir uns ja anpassen. Das ist Grid-aligned, also halt Koordinatensystem-aligned. Also das wäre die Kreuzung von dem. Wie gut die jetzt am Ende des Tages funktioniert, weiß ich nicht, weil du halt wieder nicht drinnen wenden kannst. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch was rumfliegen habe für wenden. Bezweifle ich zwar. Nee, den zeige ich mir auch lieber nicht, sonst bringt er mich um. Den ignorieren wir auch gekonnt. Ja gut, ich höre jetzt eh nichts mehr, weil es hat sich jetzt gerade mein Headset verabschiedet. Na toll. Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, den zu setzen. Schön. Der Stecker ist noch nicht mehr in der Steckdose drin. Oh, ist mir lieb. Ich wenigstens über ihn lustig mache, ohne dass er sich wehren kann. Ist meine Steckerdose. So, Test, Test. What the fuck? Was denn? Warum ist das so extrem kompliziert? Da, den verstehe ich jetzt ja. Weil das Decker mit drin ist. Hast du davor noch irgendwie anders? Das sind zwei Optionen in dem einen Blueprint drin, aber ich kann noch mal gerne gucken, ob ich noch irgendwo anders ein Zweiersystem drin habe. Das ist kein Zweiersystem, das ist. Was ist denn hier Tolles drin? Train Stations, Modules. Mach den mal wieder weg. Und der wird es auf jeden Fall nicht. Schade, ich fand den eigentlich gut. Science, das nö. Cool! Ich habe da noch was anderes Ja, gefunden. dann hau mal raus. Aber das hat nichts mit Zweiersystemen mehr zu tun. Das ist auch ein bisschen zu groß, um das zu platzieren. Ich kann dir das aber gerne mal in das Spielblock-Pausenteil packen. Sag doch einfach mal, was es ist. Das ist der große Stacker aus Multiplayer Extreme. Ich hab den mal reingepackt ins Slowpausenbuch, damit du den in die Hand nehmen kannst. Der ist ein bisschen sehr großlos. Wo ist denn der? Ach, hier, Spielbau. Ah, das war der. Hubala. Denn das hier? Okay, cool, da fehlen einfach die Strombesten drin, weil das von irgendwas kopiert ist. Wir haben sonst immer nur Vierersysteme genommen, ne? Korrekt, ja. Aber hier lohnt sich halt eigentlich ein Vierer-System halt absolut gar nicht. Ich denke es auch nicht. Weil wie gesagt, wenn die damit 400 Sachen darüber heizen. Ist das halt schwierig.
Aber braucht man dann unbedingt eine Möglichkeit zum Umdrehen? Das macht ja die Wege kürzer, ne? Die Wege bedeuten kürzer, ja. Was schien im Inventar, ne? Ja. Brauchst du welche? Ich glaube, Ach ich so. mache welche raus. Okay, das war nicht der. Hä? Hast du es jetzt aktiviert bei dir, dein Loop-Ding? Ja. Ja, aus Versehen. Ich habe Tab gedrückt. Das wollte ich nicht. Das ist so klar, dass genau dieser eine Baum im Weg ist, ne? Bitte. Das wäre ja das geringste der Gefühle, wenn man einen Kreisel will. Ich glaube, die mal ganz kurz. Und der ist natürlich nicht in der Mitte. Kannst du mal gucken, ob du hier zwischen noch ein Gleis zwischen bekommst, hier oben? Kann da überall noch ein Gleis zwischen bekommen, ja, natürlich. Du musst es dann halt bloß konsequent in. Jede Ecke machen. Müsste man es halt vor der Kreuzung so bauen. Also Ja. vor Oder du jedem baust es halt in die Kreuzung rein. Jetzt baust du die Kreuzung selber. Kann Grip die auch nehmen? Ja, ist ja gut. Ach so, okay, ah, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt nur die Frage, wird man denen noch kürzere Optionen geben oder reicht uns das, wenn sie hier einmal durch den Kreisel durchfahren können? Also ich glaube, das reicht uns, oder? Und dadurch, dass sie ja so schnell sind, würde es ja auch theoretisch reichen, wenn wir nur am Anfang Signale setzen, ohne dass wir halt hier in den Zwischenräumen welche setzen, dass sie da nicht zufahren. Das würde ich nur ein Zug pro Gleis ist, weil die sollten ja tatsächlich echt schnell sein. Richtig. Gut, dass wir große Strommasten haben. Ich bloß absolut halt nicht die Materialien dafür habe, um einzukraften. Was braucht man denn da? Oh. Steel Beams hätte ich einmal. Aber wir brauchen halt Insulated Wire, das heißt, wir brauchen Öl. So, und dann ist ja jetzt auch noch die andere große Frage. Die Anlagen werden ja höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen größer. Ob man die Teile nicht von Anfang an gleich ein bisschen größer macht, die Blueprints. Sowieso generell die Frage, aber das ist die große Frage, die ich seit ungefähr 10 Minuten so gefühlt mir selber stelle. Es ist dann eh die Frage, was für Signale man überhaupt nimmt, so ehrlicherweise. Ja, du brauchst ja hier, brauchst du ja einen. Und du brauchst theoretisch gesehen, wenn du in diese Zwischenräume nämlich keine Signale reinsetzt, brauchst du nämlich keine Kettensignale. Und dadurch ist es Ja, generell. ich würd's trotzdem, also ich würde trotzdem da und da ein Kettensignal hinsetzen und auf die andere Seite halt ein normales Signal. Also halt nur beim Einfahren.
würde ich so oder so dann nur machen, wenn wir einfahren. Genau, und dadurch, dass das Kettensignal, das Kettensignal, Signal, du weißt, was ich meine, dann halt nur aufgelöst werden müsste, wäre dann halt der Part. So, und jetzt ist halt die große Frage. Wie groß macht man die ganzen Geschichten? Jetzt müsste man gleich erstmal kurz das ganze System noch anpassen auf halt Grid vermutlich, wobei die Frage ist, wie wichtig uns das am Ende des Tages ist. Würde es nicht machen. Wenn es halt vernünftig gebaut ist, dass man es übereinander platzieren kann, dann sollte das ja Ja, aber es funktionieren. ist halt mit Grid deutlich einfacher. Das Ja, ist der große Vorteil. dann würde ich es aufs Grid anpassen. Dann Weil machst du. mit Grid kannst du auf die Karte gehen, brauchst nicht mal Vision, kannst sie durchziehen und drüber übereinander setzen, weil sie halt immer aneinander klicken und musst halt nichts gucken. Ja, bin mal ganz kurz. Ja, dann. Aber da kannst du direkt in die Blut, da brauchst du nicht mehr uns, brauchst du nicht. Was direkt im Blueprint kann, das mir bewusst. Ich nein, aber ich habe vorhin auch schon gesagt. Aber ist die Muss halt Frage. mal jetzt mit der Zeit gucken, ob das so passt hier vom ganzen Großen Ganzen her. Also jetzt mäßig mit den Signalen, ob man da wirklich keine reinbauen muss in der Mitte. Wird sich mit der Zeit zeigen, aber. Ja, das passt sicher. Man könnte jetzt vielleicht hier in der Mitte. Ja, braucht man da noch irgendwas drin? Man kann später da entweder ein Radar reinsetzen oder was weiß ich, aber das ist ja egal, erstmal grundsätzlich gesehen. Richtig, Radar oder. Aber Radar kannst du auch an die Außenbahn packen. Richtig, oder Solarpanels oder. Kann ja alles sein. Ich weiß, wollen wir es gleich mit. Zumindest planen mit obwohl das macht aber keinen Sinn, glaube ich, oder? Hier mit Stahlbeton. Aber ich glaube, das setzt man lieber selber, oder? Hätte ich jetzt auch grundsätzlich gesehen erstmal behauptet. Hattest du jetzt auch noch so ein Zweierfeld? So für die Gerade? Ich habe theoretisch gesehen noch einen Blueprint für so einen geraden Teil, ja. Jetzt mal so ein Blut mit dem Teil dann runter. Das ist ungünstig. Kann Blueprint nicht ablegen. Inventar ist voll. Ja, das Problem habe ich auch gerade, dass mein Inventar voll ist und ich nicht weiß, wie ich es machen soll. Deswegen hoffe ich ja gerade, dass ich jetzt, dass die jetzt die letzten drei Dinger hier durch sind. Das wird schon. Ich bin da zuversichtlich. Vielleicht haben wir bis dahin, bis diese 400 Stahlbeams jetzt fertig sind, vielleicht ist bis dahin der Blueprint fertig, dass ich dann mal ein paar Gleise loswerde. Aber
Das ist nicht das, was ich haben wollte. Das wäre jetzt das Grid oder sozusagen, oder wie? Das ist der Blueprint ans Grid jetzt angepasst, ja. Und dann hättest du halt am Ende des Tages so eine Gerade, die dann genauso lang ist wie diese Kreuzung. Das heißt, du kannst ohne Probleme eine Gerade jederzeit gegen eine Kreuzung auswechseln. Und ich habe theoretisch gesehen auch ein T-Stück, was auch genauso lang ist wie die jegliche Geraden. Das Einzige, was man jetzt halt noch überlegen kann, ist, ob man diese Gerade halt anpasst. Weil ich kann sie mal hier hinsetzen. Weil du hast jetzt theoretisch gesehen halt noch die Option zu sagen, du nimmst noch ein Signal da und da mehr. Aber die Frage ist, ob das notwendig ist. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil die Züge ja relativ Wahrscheinlich. gut das geht. Na, dann ist jetzt halt nur die Frage, wie viele Geraden setzt man? Also, bis hierhin geht ja der Dingsblueprint. Das jetzt hier links ist eine Gerade. Eine Gerade, ja. Dann würde ich sagen, Müssten 42 Kacheln, also 21 Schienen, glaube ich, lang sein. Die Blueprints. Oder breit. Was weiß ich, wie das dann genau mach mal heißt. inklusive der hier 8 Stück. Das heißt, Drei, vier und dann das gleiche willst du nochmal, jetzt nochmal nach rechts. Gib mir eine Viertelstunde, ich bin bald rechts. okay. Der Charakter ist nicht so schnell. Der ist ein bisschen fettleibig, glaube ich. Der hat 2 Kilo zu viel auf den Hüften oder so. Aber dann hätte man nämlich jetzt Kreuzung, 8 Grade, Kreuzung. Richtig? Wenn ich mich jetzt nicht beim Geradesetzen verzählt habe. Nee, das passt ja. Ich finde, das sieht von der Größe her eigentlich schon relativ gut aus, oder? Das denke ich grundsätzlich gesehen auch. Die Frage ist nur, ob das nicht sogar zu groß fast ist. Aber es sollte passen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nur verbaue ich eine Beule irgendwo in die Strecke rein, wenn ich dann mehr Platz brauche. Aber Felix, was soll das hier eigentlich werden? Keine Ahnung, ich habe hier nichts zu tun mit. La 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 la. Guck mal, was wir jetzt bekommen. Ein Forschung. High Capacity Crane. Die haben eine Greifarmkapazität von 150, ne? Was? Alter. Und die kosten traurigerweise nicht mal so viel. Okay, also dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, scheiß auf die Aber Loader. er ist halt 2x2. Das muss man halt noch bedenken. Aber er hat einen Filterslot. Und du hast sogar noch die Greifarmkapazität, die du dafür für mehr forschen kannst, glaube ich. Mega geil, wenn du so ein Ding zum Beladen von so einem Lichtbogen nimmst, puff, puff, puff. Da brauchst du einen Lichtbogenofen mit 70 Modulen und dann kriegst du von einem Greifarm leer. Schade. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Er hat alles gegeben, aber es hat nicht geklappt oder so ähnlich, ne? Ja, mach mal den Blueprint so fertig. Ich glaube, das sieht gut aus. Also lass den jetzt mal als Kann ich nicht, hab keine Vision auf alles. Achso, die Frage ist jetzt, wollen wir da noch Radare gleich mit reinplanen? Kann man grundsätzlich gesehen machen, aber Also, viel mehr als in den Ecken wird sowieso nicht werden, glaube ich, grundsätzlich gesehen. laufen wir ein bisschen weiter. Also in meine Richtung. Ja. Ich sag Stopp. Stopp. Dann noch einen weiter nach rechts. Also da ungefähr wäre die Radar Vision vorbei, wenn wir den jetzt hier in die Ecke setzen. Also ich würde es vermutlich am zweiten Strommast oder sowas setzen. Also wo halten. Irgendwo da so die Ecke. Zweiten Strommast wäre, dann müsste man wieder nach rechts.
Ja, aber das ist ja die, ich bin da in der Hälfte gerade von dem Ganzen hier. Ach so, nee, dann, ja, dann passt es. Also dann kommt es immerhin ins. Also, der Strommast hier ist die Mitte, genau. Also bis hier zu dem Strommast musst du von deiner Position aus kommen, damit das passt. Jetzt bekommen wir nur ein extrem großes Problem. Und das ein, die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist eigentlich, Soli-Radare zu setzen. Wie ich es jetzt links gemacht habe bei dem einen Radar. Dass du halt nicht diese ungeraden Probleme hast wieder, weil es Das habe ich nahe nämlich an auch, deinem das habe ich Punkt nämlich auch ist. schon überlegt. Oh nee, dann machen wir zwei Radar. Ist ja egal. Und wenn wir richtig übertreiben wollen, können wir sogar an jene Strommast 4 Radare setzen. Dann haben wir zwar einen guten Stromverbrauch, aber auch gut Vision. Ja. Dann kann ich wenigstens meinen Spruch deutlich öfter bringen. Ich habe eine Vision. Aber wo habe ich jetzt hingesetzt? Dann zweiten und da halt. Zum Dings immer. Gut, das heißt, du brauchst Jetzt jetzt. müssten wir bloß halt die aufbauen, Strom ranbringen, dass ich sie kopieren könnte. Weil wir uns fehlt eine Spieler halt, das ist gerade so das Problem. Wieso? Du kannst sie doch einfach jetzt so kopieren, auch wenn du keine Vision hast. Der zeigt dir ja erst an, wenn du vorbeiläufst. Das darf halt nur nicht schwarz sein. Deswegen denke ich mal hier schnell nochmal auf die Bordsäcke hier. Aber ich krieg sie dann. Ich muss ja überhaupt erstmal den ganzen Lupen kopiert bekommen, das kriege ich nicht hin. Weil er nicht alles, glaube ich, kopiert bekommt. Oder muss ich jetzt, kann Ach ich dann einfach von so. rechts nach, kann ich jetzt einfach von rechts nach links laufen und er kopiert alles, weil ich einmal durchgelaufen bin. Ach, jetzt mal, ich mal sehen, was Das wir ist das machen. Problem. Uns fehlt halt ein Charakter, um das zu machen. Das Aufdecken ist Hast du noch scheißegal. so eine Solarturbine dabei? Die du mal neben so einem Radar setzen kannst? Theoretisch gesehen könnte ich das jederzeit craften, aber ich möchte jetzt einmal das probieren. Vielleicht fu funktioniert das ja sogar, wenn ich rechts einmal anfange und danach links laufe, weil ich es ja immer aufgedeckt habe. Ich Das müsste nämlich muss. gerade funktionieren, weil das die Sachen kopiert. Es bleibt zwar ein Es Mühe müsste aufge. klappen, so. Wenn ich das einmal von rechts nach links rüberlaufe, sollte der alles kopieren, ja. Bin gespannt. Jetzt ist nur die Frage, dem soll ich dann vermutlich auch Raster ausgerichtet machen, ne? Du setzt jetzt einfach das eine Ding dann noch daran, dass du dann nach unten kommst. Das Ding nochmal daran, dass du nach unten kommst und dann verbindest die beiden. Und dann kopieren wir uns das ganze Ding. Aber spätestens dann brauchen wir Strom. Aber ich weiß nicht, ob du den ja jetzt so was da platzieren musst. Also das ist ein Problem, was ich nicht bedacht habe. wo war die Mitte? Die Mitte war sogar ein weiter nach da eigentlich. Das ist das nächste Problem, was ich mir da nicht bedacht habe. Ich brauche noch mehr Inventarplatz. Werfen wir noch das alles Ich raus? habe tatsächlich gerade mal wieder ein bisschen Inventarplatz. Ja, so funktioniert das. Gut. Aha, okay. Jetzt sollte theoretisch gesehen der erste Kasten stehen. Theoretisch gesehen am Blueprints. Laufe ich mal runter, dass du unten Vision hast. Hab ich schon, da habe ich auch schon gesetzt. Sollte auch theoretisch gesehen stehen. Das ist der Vorteil, nämlich am Raster ausrichten eigentlich. Zumindest sollte es theoretisch gesehen klappen. Ah.
Das, also irgendwas passt hier definitiv nicht. Warum? Oder täuscht das gerade, dass das... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nö, das sind 8 Blue Prints. Das ist genau die gleiche Länge. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich sag ja, das kommt einem. Das ist kleiner, größer als du denkst, jetzt bei dem ersten Ding hier. Weil wir halt nicht vier Schienen haben, die zu einer Kreuzung gehen, sondern es nur zwei sind. Dadurch ist das Ganze schmaler. Und dadurch hast du auch nochmal mehr Platz. Das einzige logistische Problem, was wir bei diesem Blueprint jetzt bloß haben, ist, dass die Kabel in der Kreuzung fehlen, theoretisch gesehen. Aber auf der Geraden haben wir dafür welche. Und wir liegen mitten auf dem Kohlefeld. Das ist das nächste logistische Problem. Aber das kennen wir ja grundsätzlich gesehen nicht anders. Na ja gut, wenn wir jetzt das Glück haben, wir haben ja die Raster, wir können ja jetzt vom Raster her einen Tuckel abweichen. Also das war das Raster 2 nach unten verschieben. Du kopierst es gerade oder was? Ich wollte ihn jetzt kopieren, ja. Heißt, ich müsste jetzt gleich, wenn ich alles kopiert bekommen habe, 16 Radare da stehen haben. Das ist nämlich der einfachste Weg, glaube ich, zu kontrollieren, ob das gepasst hat, alles. 4, 6, 8, genau, 16 Stück. Sieht aber grundsätzlich gesehen gut aus. Ja, ich habe jetzt eine Kreuzung, die ich am Raster ausrichten kann, grundsätzlich gesehen. Geil. So, dann gehst du jetzt mit, dann nimmst du jetzt die ganze Kurzung einmal weg und guckst mal, dass Jetzt du. muss ich einmal im Abrissblueprint über alles nochmal rübergehen hier. Geil. Und dann guckst du mal, dass. Ich kann es aber halt nicht setzen in über Raster in Chunks, die nicht aufgedeckt sind, ne? Also, Genau. die wir noch nie Vision hatten. Das Genau. heißt. Schwarze Bereiche ist klar. Aber wir müssen gucken, dass wir zum Beispiel am besten jetzt, dass wir diese Kreuzung hier oben, ich sage Also ich mal, bin, so ich ungefähr glaube, ich da bin haben. ehrlich, Ja. wir könnten es auch theoretisch gesehen so machen, dass wir die Kreuzung um einen nach links nach oben schieben. Dann wäre die Kreuzung hier und dann wäre das Kohlefeld genau im Block drin. Dann haben wir bloß das Problem, dass das Ding im Block wäre, auf der Schiene. Aber die Frage ist jetzt halt, was ist das Einfachste? Weil man nicht will mal beides drin haben, ne? Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass man diese Ecke der Kreuzung, dass man die gerade sozusagen hier an das Wasser anpasst und die Kreuzung so schiebt, dass man mit der Linie hier oben noch über dem Kurbelfeld rüberkommt. Dann müsste beides im Feld drin sein. Dann wäre die Kreuzung von der Position her grob da. Genau, Vielleicht ungefähr. noch, wenn man sicher gehen will, gibt man noch einen nach rechts. Ich weiß nicht, ob das ganz genau mit dem Wasser passt, aber das sind dann vielleicht Genau. 5 Lentil oder so. Aber So, das ist, glaube ich, dann unrealistisch. ich laufe mal los. Das heißt, wir müssten dann ja von der Vision her ungefähr hier. Gut, das wird zwar dann jetzt da an dem passen, aber höchstwahrscheinlich würde es dann bei allen anderen Sachen wieder nicht passen. Aber das kennen wir ja. Richtig, ja. Jetzt kommt nur das Tolle, dass ich einmal über das ganze Teil hier mit dem Abrissblueprint eigentlich rüber darf. Das Problem ist bloß, wenn ich hier mal mit dem Abrissblueprint drüber gehe, habe ich gleich 4000 Bäume markiert, ne? Aber naja, gibt Schlimmeres. Dann kann ich zweimal nämlich über die gleiche Strecke rüberlaufen. Oder die Bäume sind einfach zum Abriss markiert. Gibt Schlimmeres. Frage, reicht das hier schon von der Vision her oder muss ich vielleicht noch einmal gehen? Oh, was ist das denn? Das war irgendwas Grünes. Das Oh, was Uran. ist das denn hier Schönes? Alienflowers.
Uran-Patch, aha. Was denn hier Schönes? Was sie nicht mal One-Shot, das ist schon ein bisschen armselig eigentlich. Ja, der Forschungsbeauftragte. Modulare Rüstung lieber forscht als sowas, ne? Mann, ey, was ein Arschloch. Schaden wäre besser. So, kommst du von der Vision her dann so ungefähr hin? Müsste aber eigentlich gehen, glaube ich. Aber ich wette mit dir, jetzt sind die hier eh im Weg. Das stimmt traurigerweise, ja. Aber ich kann dann einfach zwei Dinger nach re rechts gehen weiter, dann passt das theoretisch gesehen. Und dann passt das aber auch mit der Vision noch. Dann passt das noch mit der Vision, ja. Gut, dann machen wir Dann es wäre er so. nämlich so. Dann wäre er nämlich so. Das sieht gut aus, finde ich. Dann ist er zwar mitten auf dem Beacon, aber den Beacon können wir abreißen, glaube ich. Wenn nicht, dann kommt er halt weg. Und vermutlich kommt genau da das nächste Erzfeld, was mitten im Weg steht. Hundertprozentig. Aber unser Dann Kohlefeld steht nicht mehr im Weg. Immerhin. müssen wir halt einfach 50 Dings auf Halde bauen. 50 Lager auf Halde bauen und bauen wir halt die ganze Scheiße rein. Vielleicht brauchen wir eher 500 halt auf Halde, aber okay. Geil, wir haben eine Minigun. Minigun? Ja. Vier Maschinenpistolen, 20 Steel Mechanical Parts und 12 Elektromotoreneinheiten. Hat eine Reichweite von 22 und gibt 42 Schüsse die Sekunde ab. Im Gegensatz zu 10,5 bei der normalen Maschinenpistole und 1,4 bei der Sniper. Aber hey, jetzt haben wir auch die modulare Rüstung. Glückwunsch. Die war eigentlich noch überhaupt nicht brauchen. Es gibt traurigerweise gar nicht mehr so viel, was wir grundsätzlich gesehen forschen können, was wir bräuchten, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir können jetzt halt noch so ein paar Zugsachen forschen, so grundsätzlich gesehen. Aber es ist nicht mehr so viel geiles Zeug drin, bin ich jetzt mal ehrlich. Luftreiniger kommen halt jetzt noch grundsätzlich gesehen, aber die sind jetzt nicht so geil grundsätzlich gesehen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Die können wir bloß wieder super in unser System einbauen, bin ich traurigerweise immer ehrlich, ne? Weil wir genau jetzt wieder drei Schienen Platz in der Mitte haben. Die sind 2x2 groß. Das heißt, wir können am rechten Rand und am linken Rand das hinsetzen und dann mit dem Fließband gucken, so mäßig. Oder wir setzen sie nur in der Mitte und landen auch so mit dem Fließband. Dem Blueprint ist oben, hat es aber wieder weggerissen, ne? Er ist weggerissen, theoretisch gesehen, wenn man mal drüber laufen würde, aber Okay. ja. Ja, das ist ja nur gut zu wissen. Es sind 1800 Gleise grob für einmal jetzt die erste Kreuzung, 64 Signale normal, 16 von den Ketten, 16 Radare und 76 Drohmasten. Geht aber. Warum drücke ich eigentlich immer V, wenn ich das andere drücken möchte? Ich habe den Blueprint auch in der Spielblaupause reingepackt. Verstanden. Das heißt, es geht jetzt eigentlich erstmal darum, die Strommasten zu bekommen, die anderen. Oh geil, wir haben das große Umspannwerk schon freigeschaltet. Mit einem Versorgungsbereich von 101 mal 101. Okay. Kennst du die nicht mehr von Castorio? Ja, aber ich dachte nicht, dass dass die Wobei, die sind nicht von so. Castorio. Ich weiß gar nicht, wovon die sind. Aber ich glaube, Bio Industries bringt die. Aber die sind nett, ja. Das Schöne ist,
Unser Spiel sagt noch 337 bei den Forschungsflaschen. Wir sind bei 449, was wir brauchen, ne? Das heißt, es ist schon wieder in der Spielzeit, die wir jetzt haben, um über 100 Flaschen hochgegangen, ne? Und selbst jetzt bräuchten wir 33.000 Pakete noch. Kannst du dir aber nochmal 100 pro Forschung mit mehr raufrechnen? Forschung müssten wir, glaube ich, noch haben. Wovon zwei nicht geforscht werden können, erstmal. Heißt aber theoretisch gesehen, dass es gar nicht mehr so lange dauern sollte, bis wir das Zeitalter freischalten. So, Bringt gut. uns bloß einfach gar nichts. Nee, pass auf, jetzt müssen wir nur erstmal anfangen. Hattest du den Blueprint in die Blaupause reingeballert? Das schon gesagt, aber ja. Okay. Das ist der gute Bringt uns Kollege. bloß nichts, solange wir keine Strommasten erstmal aufgebaut haben und Schienen vermutlich auch automatisiert haben im Optimalfall. So, ja, so, das ist heißt, das heißt, die Strommasten brauchen diese Insulated Wires. Diese Insulated Wires brauchten irgendwas mit Öl. Plastik. Die brauchen Plastik pur eigentlich fast nur. Wenn ich sie jetzt mal finden würde. Sind bei Zwischenprodukte direkt neben Kupferkabeln. Du hast 8 Kupferkabel, 4 Kunststoffstangen für 4 Wire. Das heißt, wir brauchen einfach nur Kunststoffstangen. Ich glaube, Kunststoffstangen kriegen wir relativ einfach oder schnell hin. Das ist jetzt die Frage, ne? So easy ist das grundsätzlich gesehen nicht, weil das auch wieder super weit nach außen geht, grundsätzlich gesehen, wo wir erstmal ganz hin müssen. Weil Öl haben wir da, da und da. Das heißt, traurigerweise ist fast sogar das Ölfeld rechts am besten, weil da ist der Kohle. Für Kunststoffstangen natürlich das Optimum. Das heißt, dann würden wir sagen, dass wir den ersten Block dann schon mal nehmen für Öl. Richtig, und dann dürfen wir immer unauffällig Uran und Immersit, wobei Uran ist sogar geil, weil du dann die Schwefelsäure transportieren musst. Kannst du einfach direkt in das Uran reinpacken und Bist sehen, was kommt. du dir da so sicher? Weil das sind diese Uran-Chunks und dafür brauchen wir diese Abbauflüssigkeit und nicht, also dieses Drillfluid und nicht Schwefelsäure. Das Drillfluid machen wir zwar aus Schwefelsäure, aber ich glaube, du brauchst nur dieses Drillfluid. Was ist denn das jetzt für eine Technologie gewesen? Schienenmodernisierung. Das ist, dass du die Schienen upgraden kannst mit Robotern, glaube ich, irgendwie so die Richtung. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du überhaupt irgendwas brauchst, um die abzubauen, außer diese. Ja, du wirst nur die Drill Fluid brauchen, ja. Richtig, weil da ist ja mehr oder weniger alles drin. Gut. Ja, ist aber auch kacke, dass da mehr oder weniger alles drin ist, weil das überall das gleiche braucht. Das ist eine traurige Situation. Nee, nicht überall. Du brauchst für andere Sachen noch Chlor. Ja, aber du brauchst für die meisten Sachen, das heißt Eisen und so weiter und so fort, damit abzubauen, ist halt dann doch schon relativ teuer, so grundsätzlich gesehen. Da gibt es aber andere Sachen, die ja dadurch relativ kostengünstig sind, grundsätzlich gesehen, sie damit abzubauen. Hängt halt sehr davon ab, was du abbaust am Ende des Tages. Richtig. Jetzt ist halt bloß trotzdem die Frage, ob man das von rechts holt oder einfach mal oben ein, zwei Pumpen hinstellt. Nee, Je nachdem. ich würde sagen, wir machen es gleich rechts und dann. Das Traurige ist halt, dass du für diese Scheiß-Strommasten schon wieder die Holzmasten nicht brauchst. Das ist ja eine Sache, die ich komplett hasse, ne? Nicht unbedingt, dass man extra Holzmasten baut, so, aber dass du die Holzmasten halt eigentlich wieder komplett verschrotten kannst, weil du sie einfach nicht mehr brauchst. Also, kannst du mal ganz kurz ins Rezept reinschauen, was wir dafür jetzt theoretisch brauchen? Das heißt, wir müssen jetzt Ölpumpjacks bauen. Also, für Kunststoff, also Plastik, brauchen wir Kohle, das ist einfach eine Erzförderer, und Flüssiggas. Ja. Und für Flüssiggas brauchst du dann eine Ölraffinerie mit Wasser kombiniert.
Warte mal, so eine Ölraffinerie mit Wasser. Warte ganz kurz, ich muss. Ich Und die muss. Ölraffinerie darfst du dann mit Hitze betreiben, weil sie keinen Strom kann. Geil. Die Spieß wird länger. Und dann brauchen wir noch eine Chemiefabrik wahrscheinlich. Richtig, aber die kannst du zum Glück mit Strom betreiben. Oder auch mit Hitze, je nachdem, was du willst. Na gut, die Hitzedinger brauchst du ja für die anderen Dinger und so. Aber, also wenn, dann machen wir schon gleich direkt mit Strom. Nuklear Waste Storage. Aha. So, haben wir denn schon irgendwas Vernünftiges als Tank? Bisher habe ich die immer meistens ganz weit hinten irgendwo angesiedelt, aber das kann ich mal nach vorne rausschmeißen. Na gut, wir hätten sogar im Moment einen 75.000er, diesen Stil, das würde ja erstmal reichen. Aber wir sollten jetzt erstmal dann. Hast du noch Rohre und sowas dabei? Ich habe 600 Rohre habe ich und eine Wasserpumpe habe ich noch, also Gewässerpumpe. Oh, das ist ja gut. So, auf Weg darüber machen. Fährt der Zug schon? Hast du schon alle Schienen gesetzt, die du Se geklopft hast? natürlich. Dann bestimmt. Sehr gut, dann. Kann ich einen Zug fahren. Achso, dann müsste ich ja auch jetzt erstmal. Aber warte mal, wenn ich. Jetzt Sulfur-Patch. Sulfur-Patch. Ob ich überhaupt auch richtig? So halbwegs. So, genau. Ich wollte den Weg noch mal ganz kurz am Uran. Lecken. Ja, du brauchst nur dieses Drillfluid-Zeug gedöns. Muss auch wieder dunkel sein. Es muss ja dunkel sein. Es ist aber traurigerweise halt echt nicht mal so gut, wenn man mal ganz ehrlich ist. Was? Dass du nur dieses Drill Fluid brauchst für die Sachen. Weil sich dadurch halt bei 80% der Oh. Sachen gar nicht rentiert. Okay, Was? der Storage Tank ist dann doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Nicht wissen, wie große. Oh, wie süß! Ich dachte, das ist so ein kleines Tank. Na egal. Ich habe immer was Süßes ausgesucht, das muss man ja schon zugeben.
Brauchen wir jetzt eine Ölraffinerie, die Warum hast ich. du denn nicht den mit 2700 Fassungsvermögen genommen? Das wäre doch viel witziger gewesen. Also für alle Außenstehenden zumindest. Jetzt viel witziger wird. Das war jetzt schon ein 120er Tank gerade forscht. Ja, aber hier hinten erstmal Strom wieder zurückbekommen. Ja, das ist der Punkt, den ich meinte, weshalb ich gefragt habe, welches Öl das sinnvollste ist. Weil hier hinten an den Ölfeldern ist Strom, theoretisch gesehen. Ich muss ja auch Strom her. Ja, aber jetzt legst du es halt mit Holzstrommästern, um sie später wieder abzureißen zu den anderen. Das Ja, ist ja das Problem. gleich. 20 Minuten, 30 Minuten. Haha! Du denkst auch, du bist Jesus, oder wie? Kann ich gleich ausprobieren, ich bin hier im Wasser. Oh Mann, ey. Noch 150 Strommasten, ist doch super. Also ich habe hier gerade alleine 400 oder 500 Stromästen platziert, also von daher. Warum machst du sowas? Und dann gönnt sich ja meistens sonst nichts. Scheiße, okay, die 50 Strommasten reichen nicht. Also ich verbrauche ja fast gar keinen Strom mehr. Geht ja auch größtenteils alles. Deswegen geht nämlich auch gerade unsere Kohlestromproduktion auf 1210 runter. Ich glaube, die wird sogar noch weiter sinken. Ich meine, der kann ja auch nichts mehr abbauen, weil das Feld sozusagen nur in das Lager reingemeiert hat und nur für das da ist. Genau. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass das jetzt relativ. Ja, stimmt, wir haben ja auch hier die Großen. Ist ja Fluid Miss Flow ist ja auch mit dabei. Oh, dann Ja, wird's richtig. witzig. Dann wird's richtig witzig. Zug Upgrade Ausgabe. Platziere dies nehmen zusammen mit der Auto. Automatisiert Züge Schienen ja nicht. Ja. Ach so ist das. Ach ja, da war ja noch was, warte. Und das ist jetzt. Ganz klassisch Öfeld 1. Sehr einfallsreich. Nicht so suchen, als wäre das sonst anders. 181 Tage. Wunderbar. Charger. Ach so, das ist das Train Network. Charger Efficiency, Current Top Speed, 432 Speed Bonus. Can be increased by research, maxed out. Das heißt, du kannst die 432 km/h nochmal um 200% erhöhen. Ich höre die Alter. Gleise rüber ab irgendeinem Zeitpunkt. Das ist mir schon bewusst, aber ich glaube, dieser Zeitpunkt wird relativ früh kommen. Ich hätte gerne noch als Mod-Vorschlag Jetpacks.
Ja, der extra nicht reingenommen wegen irgendeinem Mod. Ich weiß zwar nicht, welcher mehr welcher Ist mir Mod war, vollkommen aber der egal. ist nicht Dann reingenommen extra. entweder Jetpacks oder den Zugübergänge-Mod. Dann möchte ich bitte, dass wir außenrum links und rechts noch Mauern bauen um die Gleise herum und dann wirklich nur noch Übergänge machen. Ich sehe schon, er baut einfach nur Übergänge auf der ganzen Geraden und der Zug kann gar nicht mehr fahren, weil er einfach alle 2 Meter angehalten wird. Was brauchen wir? Was? Du arbeitest gerade an Plastik, wenn du das meinst. Plastik war mit Flüssiggas, ne? Plastik ist mit Flüssiggas, ja. Wobei das theoretisch gesehen sogar jetzt gerade noch das Rohölsrezept einfach nur mit Residual Gas, was noch mit rauskommt, sein müsste. Ja, genau, das ist Flüssiggas mit. Das Schöne ist, dass du das Residual Gas in der Chemiefabrik zu Festbrennstoff einfach aufbearbeiten kannst. Das Jetzt ist haben wir schon gut. mal theoretisch gesehen unseren Festbrennstoff für die Drill Fluids oder für Kraftstoff theoretisch gesehen. Je nachdem, wofür wir ihn nutzen wollen. Übrigens, deine Befürchtung ist jetzt schon eingetroffen, ne? Dass das Lagerhaus bei Eisen und Kupfer voll geht, aber es ist Hälfte, Hälfte noch. Und es liegt nicht daran, dass irgendwas nicht vollgelaufen ist, sondern einfach daran, dass unsere Schmelzkapazität nicht mehr reicht, weil die Fließbänder hinten alle voll sind bei unserer Basis. Weil unsere ganze Basis einfach steht aus irgendeinem Grund. Echt? Grundsätzlich gut. Wenn sie an den richtigen Orten steht, ist es richtig, ja. Aber irgendwas passt an manchen Stellen trotzdem noch nicht so ganz. Ach, stimmt. Oh, fick dich doch ins Knie, Spiel. Was? Holz, vermute ich mal. Ja. Gut. Deshalb ist es eigentlich kacke, Holz momentan noch in diese Strommasten zu packen. Grundsätzlich gesehen, wenn wir sogar die andere Option hätten. Aber dafür bräuchten wir halt jetzt erstmal das Plastik, dann stehen wir trotzdem noch hier und denken uns, ja, Schakalaka. Aber es geht halt wieder so weiter. Ja, wir bauen jetzt mal hier mal schnell provisorisch das mal ein bisschen auf, provisorisch das mal ein bisschen auf. Deshalb habe ich aus Joke zu Dagobert irgendwann. Hat er geschrieben, das war an dem Tag, wo der Unfall bei euch war, also wo er losgefahren ist, hat mir geschrieben. Und am nächsten Tag hat er, glaube ich, dann festgestellt, dass Factorio angefangen hatten oder so jetzt. Und da ist genau das, was ich mehr oder weniger jetzt passiert, was ich da meinte zu ihm. Dass es vermutlich am Ende des Tages eh darauf hinausläuft, dass du dich einfach mehr oder weniger konsequent nach da weg bewegst. Und ich mich konsequent nach da weg bewege und wir irgendwann vielleicht wieder zusammenfinden werden, wenn wir alles aufgebaut haben. Ah, Aber okay. es eh irgendwann darauf hinausläuft, dass wir Roboter jetzt dann bauen werden, wenn wir Schienen automatisiert haben, die uns die Schienen setzen und man sich von Block zu Block fortbewegt und so weiter und so fort. So, jetzt brauche ich ja hier irgendwie Hitze. Es wäre übrigens noch schön, wenn du sicherheitshalber nochmal ein Radar dazu setzt, dass jetzt nicht direkt da Ja, vorne die Nässe ich ist. brauche jetzt Hitze, ne? Du brauchst für die Refinery brauchst du Hitze, ja. Und Hitze hast du Im zu Wärmetauscher. generieren mit dem Wärmetauscher, ja. Theoretisch gesehen zumindest. Ansonsten hättest du theoretisch gesehen noch den Fluid Heater, glaube ich.
den du nutzen könntest, was mit Öl natürlich sehr schön wäre. Wenn du Stahl dabei hast zumindest. Dann kannst du einen Fluortäter nehmen, da Öl reinpacken, pur. Oder Flüssiggas, aber Öl ist vermutlich jetzt erstmal einfacher. Wo ist Und denn dann der kannst du noch Fluid-Heater? zwei Dinger weiter rechts als der Wärmetauscher. Dann gucken wir uns mal den Fluid-Heater an. Hey, Der das wollte ich genau, deshalb habe ich gesagt, dass du es bauen sollst. Produce Heat bei Öl. Ja, er macht das mit Öl. Ja, zum Beispiel, ja. Könntest du später halt auch mit anderen Flüssigkeiten machen, weil den anderen Ölsachen, aber da du da Öl ja dann doch schon relativ einfach bekommst, sollte das vermutlich dann doch schon der Go-To-Weg sein. Wobei du theoretisch gesehen auch nach einem Durchlauf Gasöl da reinwerfen kannst. Muss ich das jetzt noch irgendwie verbinden? Ich glaube, du musst eine Heatpipe dahin setzen. Ja, toll. Hast du Iron Ingots? Im Inventar unten drin, ja, aber die müsste ich erstmal hochholen. Aber ich kann Heatpipes craften, die schlechten zumindest. Oder eine zumindest. Ich bin auf dem Weg. Das wäre. Und das Iron Ingot sollte nicht ein Problem sein. Bei dir ist das Copper Ingot das eine, das Problem. Du hast nämlich ein Iron Ingot im Inventar, aber ich will auch ein Iron Ingot. Also für die ein Iron Ingot und zwei Copper. So von dem, was ich jetzt sehe. Im Stream von Nö. vor 3 Stunden oder so. Ich habe 17 Copper Ingots da, mir fehlt halt Iron Ingots. Oh. Na gut, mein Stream steht auch seit ungefähr 20 Minuten oder so, weil mein Internet die ganze Zeit bei YouTube rumzickt oder so. Aber das tut's ja immer bei Livestreams, also von daher. Gut, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch. Das Schöne ist, dass Ölaußenposten immer so einfach zu verteidigen sind im Notfall. Setzt da einfach Flammenwerfer dran und gut ist. Komm dir mal entgegen. Ach, da kann ich wenigstens das Fließband nutzen, oder wie war das? Es macht keinen Unterschied. Also zumindest nicht so wirklich. Ein bisschen, aber nicht viel. Okay, wir brauchten eine Heatpipe, bis du das eine noch nach oben gesetzt hast, ein Feld. Jetzt brauchen wir zwei. Naja, passt trotzdem. Jetzt muss nur noch die Heat hochgehen, theoretisch gesehen, auf 185 Grad. Können das überhaupt die Heatpipes, die schlechten? Ja, 275 Degrees können die. Nö. Aber du weißt doch, das beste Provisorium hält Ewigkeiten oder so ähnlich. Und da halten wir uns echt gut. Unsere Provisorien müssen anscheinend echt gottgleich sein. Auf alle Fälle. Guten Tag, ich habe Strom mitgebracht. Traurig, wie langsam. Und trotzdem ist am Ende des Tages. Es aber schön, dass von dem Strom, den wir verbrauchen, von den 8, 9 Megawatt, die wir verbrauchen, sind 8 Megawatt von den Radaren, die ich jetzt platziert habe. Okay. Und Geil. das sind traurigerweise nur 8 Radare, weil die einfach super viel fressen.
Weißt du, was das Dumme an der ganzen Geschichte ist? Dass du theoretisch gesehen einen Fluid Heater jetzt bauen könntest, der dann Residual Gas verarbeitet und dann hast du kein Nein, Residual Gas mehr? ich habe weder doch Eingreifung habe ich noch, aber ich habe keine Kiste. So eine geile Sau, ey. Ich bin so gut in diesem Spiel für Kinder. Wie schnell ist denn das Ding hier? Oh, es geht ja sogar. Und er verliert von dem Heater schon 4 Grad über diese zwei Dinger. Ist richtig, ja. Das liegt halt aber einfach daran, dass das halt Scheißrohre sind, ne? Wenn du die besseren willst, musst du halt die Energy Crystals überhaupt erstmal bauen. Das ist so das größere Problem. Jetzt darfst du bloß erstmal die 200 Öl, die da drin sind, verbrauchen. Bevor du es verbinden kannst. Das dauert halt kurz. Da sind halt jetzt noch 170 Öl drin. Jetzt ist halt nur die Frage, ob das Residual Gas am Ende des Tages reicht. Oder halt nicht. Das Problem ist halt bloß, dass du nicht präferiert einstellen kannst, der Heater als erstes und der andere nicht. Wobei das später, glaube ich, geht mit den Logistikkabeln, die wir inzwischen auch haben. Die brauchen nicht mal irgendwas. Hast du mal gesehen, wie günstig die Kabel hier sind? Die brauchen nur Kupferkabel für die Kabel. Und davon eins für eins. Ja. Oh, ich In wollte anderen gerade sagen, Spielen. wann kommt denn hier mal links an, aber das sieht jetzt gut aus. Wie schnell ist das Ding? Das geht Logi. tatsächlich auch. Ich glaube, da reicht eher die. Aber die Kohle halt nicht reichen, siehst du ja jetzt Doch, schon. die Kohle reicht tatsächlich. Ja, aber knapp. Es reicht. Das ist exakt das Tempo, was du brauchst für eine Maschine anscheinend. Richtig. Aber ich glaube mal eher, dass da das Flüssiggas wird nicht reichen. Aber auszugehen, also jetzt mal ehrlicherweise. Jetzt kannst du dein Rohr umschließen. Es ist nur die Frage, wie lange das reicht. Auch 4,2 die Sekunde. Und wie viel stellst du hierher? Wir produzieren mehr, als wir verbrauchen. 660 Produktion, 250 Verbrauch pro Minute. Ja, genau, man verbraucht 4,2 Sekunden. Ja, dann ist doch perfekt. Dann läuft das Ding nicht so schnell voll. Der kann das da gemütlich Das verbrauchen. ist ja das, was ich meinte. Das ist alles traurig an der ganzen Sache. Du kannst es halt einfach jetzt wieder nehmen, die Flüssigkeit, und dann weiter verbrauchen. Auch traurig eigentlich. Und es wird nie voll laufen, weil das Flüssiggas zuerst leer ist. Auch traurig eigentlich. Ja, gut, dann perfekt. Dann haben wir das. Wann kannst du dann heute? Weiß nicht, geht das schon morgen bei dir los? Ja, Ja, natürlich geht das ne? morgen bei mir los. Ich Ja, habe hätte ja sagen keine. können, dass da ein Tag Pause zwischen ist oder was weiß ich. Nein, keine Packung. Das heißt, es wird trotzdem dann vermutlich 22 Uhr werden oder so die Ja, Richtung. 21,45. Also noch eine Viertelstunde knapp. Genau. Jetzt hätte kommen müssen, was? Die Viertelstunde nur noch. Nein, Ja, was wolltest du so? ich hab schon auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, okay, die 21 Uhr, die ich eigentlich ins Bett wollte, hat sich schon erledigt gehabt und sagst du lieber 21:45. Schade. Naja, aber das Problem ist halt, ich fange natürlich morgen, also ich fange da halt eine halbe Stunde früher an als Schule. Problem an der ganzen Geschichte da ist, ich kann dort nicht, oder ich könnte zwar schon mit dem Zug hinfahren, aber der Bahnhof ist halt, ja, zur Klinik halt echt beschissen gelegen. So super. Wie immer halt. Eben.
ist übrigens schön, ne? Ich habe das da jetzt ein Radar gesetzt. Guck mal, die beiden Nester, die haben vor allem das untere. Das sollte eigentlich sogar auch relativ schnell erreichbar sein, ne? Nein, das ist mit der Sniper und vermutlich zwei, drei Gun-Turrets kein Problem. Jetzt noch, solange unsere Faktoren halt noch relativ niedrig sind, so. Wobei wir schon bei Evolutionsfaktor 0,47 sind, also so klein ist er gar nicht mehr. Das ist schon echt traurig, wie viel man verbraucht von dem Kunststoff für so ein paar Wires. Meine, wir brauchen für ein Ding ja 76 oder sowas. Das heißt, wir müssen aber auch 76 mal das Rezept craften, weil es ist 4 zu 4 sozusagen. 4 brauchst du, 4 craftest du. Und ich kann jetzt mit dem Plastik, was wir in der Zeit produziert haben, 44 herstellen. Und das waren fast 180 Plastik, ne? Ich meine, es produziert jetzt zwar am Ende des Tages nicht so langsam. Ich meine, jetzt sind auch schon wieder 150 drin und so. Ja, ich Du habe ja hast auch schon schon was noch was dabei. mitgenommen, ja. Also ich habe 180. Ja, also haben wir 380 mehr oder weniger produziert, aber das, was wir jetzt beide kombiniert haben, ist auch das, was wir eigentlich brauchen. Übrigens, um das mal erwähnt zu haben, ne? Das war ein Joke, ich vorhin mit dem, das ist Alien-Kotze, ne? Das wundert mich auch, dass das bisher noch nicht festgestellt ist, dass das eigentlich Sulfur ist, was unter unserem Kohlefeld ist in der Base. Ups. Deshalb kannst du es auch nicht überbauen, weil das halt Oh nervig Mann, ist. ey, ich hätte das noch wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre geglaubt. Ich wollte schauen, ob du es irgendwann merkst, aber da du ja jetzt in 13 Minuten dann schlafen gehst, wirst du das wohl heute nicht mehr feststellen, alleine. Das würde ich auch morgen nicht feststellen. So, das heißt, wir brauchen. Oh, wir haben gut Uranium-Chunks links oben, muss ich zugeben. Links oben. Oh. Ich habe es nur ein 1, 2. bisschen aufgedeckt halten, aber ja. Sulfur schon, Copper schon. Da oben ist ganz schön viel von dem Zeug. Das ist auch richtig, ja. Und das ist das erste Mineralwasser, was wir da oben haben. Ne, unten haben wir auch noch was. Da. Irgendwo hatten wir noch was, aber kein Plan mehr, wo das war. Zweimal Iron dort. Da ist auch Mineralwasser, also mitten in unserer Basis schon. Ach, jetzt hast du da mal ein bisschen was angelegt. Schon echt viele Viecher wieder. Und trotzdem das, was eigentlich ja relativ weit runtergestellt haben. Noch ganz schön viel von. So, dann brauchen wir irgendwelche Ohne, Nickel-Pilz-Gucker. wenn man nichts craftet, kann man eigentlich immer permanent gefühlt Schmelzöfen craften. Was für eine Schmelzöfen? Ja, einfach Schmelzöfen, weil wir werden so viele Öfen brauchen. Für was? Ja, weil wenn man die Crafting-Stange leer hat, kann man immer schön Schmelzöfen reinpacken, weil die kannst du wenigstens überall craften. Da hast du nicht das Problem, dass dir irgendeine Ressource fehlen kann, weil Schmelzöfen halt die stinknormalen kosten halt am Ende des Tages dann einfach nur puren Stein. Und den kannst du einfach per Hand craften. Das ist ja das Schöne.
Was machen wir Ist mit den besser als ganzen. nichts. Was machen wir mit den ganzen Schmelzöfen? Da brauchst du einen Block vermutlich am Ende des Tages, traurigerweise, und dann war es das auch schon vermutlich. Na gut, ich habe jetzt aus 30 liebe, nette Lichtbogenöfen habe ich tatsächlich jetzt fertig. Wahnsinn. Wo ist denn jetzt hier? So, das wollte ich jetzt mal gucken. Ich finde die ja so geil. Heavy Construction Bot. Wachkapazität. Oh, der fliegt 21. Und nimmt 5 Dinger mit. Aha, erwischt. Ja, ich finde, die sieht so geil aus. Alter, die sieht echt geil aus. Die ist von Yoki. Willst du also gerade damit sagen, dass Yuuki nichts kann, oder wie? Nein, ich will damit sagen, die sieht richtig geil aus. Oh, nicht Alt-Tab drücken. Alles verkehrt. Schade. Geil. So. Habe ich den ganzen Kram? Nein, nein. Mechanical Parts oder was? Was willst du haben? Warum Mechanical Parts? Mechanical Parts. Reicht aber nicht. Hier ist manchmal nicht. Was denn? Verstehe so manche Sachen auch nicht gerade unbedingt, aber naja. Da hat wohl entweder jemand schon eine größere Anlage zwischendurch geplant gehabt bei Stahlbeton. Oder er hat einfach das Bock gehabt, das Eisenband so komisch zu ziehen. Eins von beiden wird sein. Ich wollte, dass es von allen und so hin und her. Das war ja schon so geplant. Das war tatsächlich so geplant. Muss ich nur lange noch einreden. Ist ja gut. Wie heißt der eine Comedian? Fällt mir wieder ein. Stimmt, irgendwann wird's dir einfallen, ja.
Schön ist ja, falls wir doch diese Stromschienen brauchen, dann für die. Da müssen sie einfach auswechseln lassen durch die eine Matte, ja. Richtig, und wir müssen einfach nur die Gleise, Kupferkabel, Puff. Und erledigt. Geht aber auch grundsätzlich gesehen, glaube ich, nur mit dem Upgrade-Plan, aber nicht, glaube ich, ehrlich. Das andere ist nämlich eigentlich nur dafür da, um hier Züge auszutauschen. Dann kannst du die nämlich Kiste nämlich an der Haltestelle stellen. Und dann wechselt er die Züge einmal durch sozusagen. Wenn der Zug halt mal ankommt, Genau, tausche ich die aus. damit kannst du Züge upgraden und Tankwagen upgraden und solche Geschichten. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, gut, das heißt Soll nicht mitbekommen, dass Dortmund das Spiel schon gedreht hat? Dass sie jetzt schon 2-0 führen gegen Atletico in der ersten Halbzeit alleine schon? da. Ja, Und es 3 zu 2 steht? und Barcelona hat, glaube ich, eine rote Karte oder sowas. Auch, aber die führen auch 1-0 und dadurch insgesamt schon 4 zu 2. Das heißt, die müssen jetzt nur noch die erste Halbzeit, die letzten 6 Minuten plus. Ah, ne, das ist schon der Ausgleich. Was brauchen die Steam-Lokomotiven für den Treibstoff? Also, mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen: Dampf, also Kohle. Aber wissen tue ich es nicht. Holzkisten, Holzkisten, Pellet, Koks, Kohle, ja, geht alles. Doof. Wo ist Gehst das? du denn auf die Steam-Lokomotive oder auf die Advanced Steam-Lokomotive? Ich habe mir die normale Steam-Lokomotive gebaut, weil die sieht so geil aus. Hast du auch schon eine Advanced gebaut? Nein. Enttäuschend. Aber ich habe dir auch einen Anhänger dabei, das geht auch, damit du mitfahren kannst. Hast du schon Strommasten gebaut? Jetzt weiß ich, warum ich in die Base gekommen bin. Und nimm dir dann gleich auch noch mal Dings mit. Wie heißt es denn? Alter, brauchen die viel Stahl? Ich hab gerade irgendwie 600 Stahl Ingots in die verkraft in die Strommasten. Und hab trotzdem nur 44. Ich crafte gerade 200 Stahlbeams und bin dann gerade mal bei 27. Also wir sollten auf jeden Fall Stahlbeams nochmal bauen und nimm dir nochmal. Warte, stopp, hoch, nach oben laufen. Weiter rechts. Ich sehe es schon. Gut. Wie viel Läuft noch hast du denn nicht. das gemacht? Eben gerade läuft noch nicht lange, vielleicht 10 Minuten. Okay, und vielleicht sollte man die Links ausmachen. Hast du die Advanced gebaut? Yes. Einfach nur mal im Vergleich zu haben vom Aussehen her. Bekommst sogar auch einen Waggon, weil ich so nett bin. Einziges Problem ist, dass ich kann mir keine zweite leisten, weil ich dafür den Slag nicht habe, ob ich Slag. Weil ich einen Heizkessel brauche, also habe ich die Steine dafür nicht. Also kann ich dann einfach so dann bauen trotzdem. Ha.
denke mal, wir werden wieder 2 auf 4 gehen oder sowas, die Richtung. Oder 1 auf 4, mal gucken. Wie 1 auf 4? Ja, Von der Zugänge, okay. Da ist er. Jetzt falsch rum. Ah, schade, ist nicht animiert, aber komm mal eine Advanced dahin. Was hat die für Werte? 173, 1,15. Ich bin schneller. Hab mehr Beschleunigungsleistung. Das stimmt nicht. Ich muss einmal auf Gas geben. Ach so, okay. Jetzt da ist der Brennstoff nämlich erst drin. Gut, dann steige ich bei dir ein. Ach so, warte mal, stopp. Moment. Anhänger, Anhänger, Anhängervergleich. Okay. Sieht schon beide und grundsätzlich gesehen nice aus, bin ich ganz ehrlich. Das einzige Problem ist, dass ich meinen Zug falsch rumgeparkt habe. Aber naja, egal. Ich komme ja bloß auch nie wieder raus, glaube ich. So, alle Gleise drin. Ich habe 1400 Gleise. Wie drehe ich jetzt den Zug im besten Fall? Naja, egal, fahren wir einfach gegen Signalrichtung. Ja gut, ist jetzt erstmal egal. Hast du auch irgendwas dabei? Minimal Signale, aber die werden uns nicht so viel helfen, glaube ich, grundsätzlich gesehen. Nehmen wir aus dem Anhänger die Hälfte an Schienen raus. Also, ich habe schon die Hälfte aufgeteilt. Kann ich mit Tab im Fahrzeug drin wechseln? Was? Warte mal, warte mal, warte mal, stopp, 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 stopp. Warum setzen wir jetzt keine Strommasten? Hast du keine Strommasten gebaut? Die sind dabei, wie gesagt. Aber die kann ich auch gleich danach setzen, das ist nicht jetzt so. Nee, warte, 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 warte. Ich breche mal meine ab. Wie machen das jetzt? Wow, er hat einen Strommast. Und setze die einzeln davor. Aber nicht so schnell, ich habe nur 8 Stück. Gebe gar nicht so viel Gas. Hat er keinen Bock, den Strom was da zu setzen oder was ist denn los? Muss halt ab und zu mal anhalten. Damit er sich da. Was hat sich jetzt geändert? Keine Ahnung. Eigentlich nichts. Das kriegen wir ja noch ordentlich Holz noch dabei, ne? Ja, ich reiß auch ein bisschen mit dem Abbruchsblueprint noch ein bisschen großzügiger weg. Genau, links und rechts vielleicht einen damit und auf jeden Fall die Mitte frei. So, ich gehe jetzt in der Zeit schon mal schnell nach oben, dann muss ich mal leider mit. Aber das ist halt mal echt geil. Dass wir gerade gegen die Fahrtrichtung eigentlich fahren, weil wir zu unfähig waren, beide den Zug auf die Gleise richtig zu stellen. Ich stand zumindest mal gerade, wo wir drin.
Der Braunschweig hat jetzt gerade noch einen Paralleleinsatz. B2Y. Oh Mann. Geil. Jetzt ziehen sie Kräfte von der Groß vom Großband ab, um halt einen vollen menschlichen Gefahr im mehr oder weniger aus noch zu machen. Ey, die haben im Moment auch echt verdammt da. Das ist super. Gleis ich mit Mühe und Not gebaut habe, ruckzuck, Fuß weg. Unglaublich. Das war natürlich total der Plan, so zu fahren, genau. Es ist immer noch nicht der Plan, hier lang zu fahren. Ja, schön, schön. Gut, aber dann würde ich sagen, haut drin. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.